Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichst willkommen zu einer heissen Sendung, zu einer sonnigen Sendung. Herzlichst willkommen zur Sendung Manolos TV. Wie immer mit dem Manolo persönlich. Wie immer im Moment auf jeden Fall mit einem ganz liebenswerten Gast, nämlich Maria. Und ich sage doch mal gerade als erstes, wie es sich auch gehört bei jedem Wetter. Hallo Maria, guten Tag wohl. Hallo Manolo. Ja, Maria, wir haben ja so ein bisschen darüber geredet. Vor der Sendung, da wollen wir dazu stehen. Wir sind zwar spontane Leute, aber wir haben so ein bisschen überlegt, was könnte man heute bringen. Du weisst ja, draussen klirrt zu flirrt zu. Man merkt es richtig, es ist viel Energie draussen. Und gleichzeitig haben wir beide letzte Woche erlebt, dass ganz viele Menschen angerufen haben, die so ein bisschen mit der Liebe haben. Und darum habe ich gedacht, wir könnten doch heute mal ein bisschen über die Liebe reden. Und von jetzt an haben wir sie ja nicht mehr vorbereitet. Mhm. Wenn du wüsstest, was ich alles für Fragen überlegt habe. Ja, ich dann mal die ganz einfache, simple Frage. Maria, sag mir mal etwas über die Liebe. Die Liebe ist in meinen Augen das wunderbarste Geschenk an die Menschen und gleichzeitig die stärkste Herausforderung. Da habe ich es mit dem Khalil Gibran. Ich liebe den Autor sehr, der über die Liebe etwas vom Schönsten geschrieben hat, was es in meinen Augen gibt, der einfach klar schreibt, so wie die Liebe dich krönt, kreuzigt sie dich. Und das sagt in meinen Augen schon sehr viel. Ja, das ist jetzt natürlich sehr schön gesagt, nur wir sind eben spontan. Und jetzt wird es für mich ein bisschen schwierig, weil wir zwei haben ja eine Lebens- und eine Liebesbeziehung. Mhm. Und jetzt wollte ich eigentlich fragen, was bedeutet das für dich im persönlichen Bereich? Das Kreuz lassen wir weg, reden wir ein bisschen über die Krönung. Was kannst du mir da dazu sagen? Da habe ich es wieder mit dem Khalil Gibran. Im gleichen Text sagt er nämlich, und wenn die Liebe dir winkt, folge ihr. Das habe ich gemacht und es hat sich gelohnt. Ich danke dir. Also, was ich noch so ein bisschen über die Liebe sagen könnte, ist, ich meine, wir legen Karten für jede Situation. Es geht manchmal um ganz andere Sachen. Es geht um Rechtshändeln. Es geht um Spiritualität. Also, es gibt fast kein Thema, das ich all diesen Jahren nicht anschauen und legen. Aber dahinter steckt schon vielfach, auch wenn es um einen simplen Nachbarschaftsstreit geht oder noch viel einfacher um einen Hausamtel oder wenn man geht eine Wohnung anschauen, ich so sagen, es geht um die Emotion. Es geht um Gefühl. Manchmal ist in meinen Beratungen wirklich drin, dass man etwas mehr Emotionen bringen muss und manchmal etwas weniger. Also natürlich bei aller Liebe, wir wissen alle, jetzt soll ich so ein bisschen eure Liebe appellieren, im Moment ja noch nicht anrufen, aber nein, bei aller Liebe, wenn ihr das etwas berücksichtigt, wäre wunderbar. Ja, Maria, Liebe, die wir zwei ja dürfen, bis zu einem gewissen Grad unserer Arbeit erledigen, erleben. Darum sage ich aller Liebe noch etwas zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Mhm. Ich glaube, für uns ist wirklich alles klar. So, mhm. Ich glaube, das können wir wirklich sagen. Mhm. Aber vielleicht möchtest du noch etwas mitgeben. Ja, immer wieder in den Gesprächen erlebe ich es, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn sie mir anrufen. Und dafür danke ich herzlich, dass es viele Menschen gibt, die ein riesengroßes Herz haben für andere, die die Liebe für andere leben und sich selber gegenüber so stiefmütterlich behandeln. Und das tut mir immer richtig weh. Und ich denke, eine von unseren wunderbaren Aufgaben ist, dass wir unsere Klientinnen und Klienten immer wieder dürfen darauf aufmerksam machen, dass sie sich selber mit allen Vor- und Nachteilen, die wir ja alle haben, dürfen gerne haben. Und dass das sogar soll so sein und sie erst dann eigentlich aufeinander zugehen sollen und das auch gerne haben. Also quasi der gesunde Egoismus, die Eigenliebe. Bei aller Liebe-Regie, ich hoffe, du hast Musik drin, weil Musik ist etwas sehr Liebevolles. Ich höre sie im Moment nicht. Sonst stellt euch einfach die Musik quasi vor, in aller Liebe. Und ich denke, Maria, du hast so viele schlaue, schöne Sachen gesagt. Es ist ja so, dass du nicht immer erreichbar bist und ganz viele Leute auf dich ungeduldig warten. Ich hätte von dir noch ganz gerne ein liebevolles Engeli gehabt. Sehr gerne, und nachher gehen wir ganz liebevoll gehen. Arbeiten, bügeln, wie wir Berner sagen. Ich wünsche dir schon jetzt viel Spass. Danke. Ich habe für dich gezogen, der Engel der Grossartigkeit. Und das passt hervorragend zu dir und deiner Arbeit. Denn das darf ich sagen. Du selber würdest das über dich nie sagen. Aber ich kann das wirklich sagen. Du bist grossartig in dem, was du machst. Und der Engel, der wird dich heute begleiten in dieser Sendung. Alles Gute und schöne Gespräche. Ich danke dir, Schatz. Dir auch natürlich. Und in ein, zwei Minuten ist Maria für euch parat und ich wäre ein bisschen so frei. Viel Spass. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe angefangen mit dem Wetter.
eben, wie gesagt, das ist wirklich so. Gestern Abend möchte ich speziell einen Menschen grüssen. Der Mensch war allein. Er hat den ganzen Tag gearbeitet, hat für andere Leute geschaut, dass sie es schön haben, dass sie es an diesen verschiedenen Anlässen schön haben. Und dir möchte ich heute ganz einen speziellen Gruß schicken. Ich weiß nicht, ob du da schaust, aber irgendwie als Hellseher habe ich das Gefühl, ja. Und das war für mich ganz wichtig, auch wenn ihr vielleicht die Momente allein fühlt. Oder schon ein Zeitchen. Es gibt immer eine Lösung. Und ich denke, wir haben alle Anrecht auf Liebe. Wovon ist natürlich nicht bei allen gleich. Ich habe ganz viele Menschen, die mir wiederum sagen, ja, schau Manolo, ich hatte die Liebe, ich habe sie gelebt. Oder ich bin irgendwie eben mit mir selber in Reinheit. Oder ich habe die Liebe zu einem Haustier, zum Beispiel. Die können mir natürlich auch anrufen, wenn sie etwas mit ihren Lieblingen haben. Ich habe sehr viel zu tun gehabt in letzter Zeit mit meinen Lieblingen. Ich habe ein Tier gehabt, das nicht gut zu Weg war. Ich bin sehr dankbar, dass das wieder für sie geht. Ich denke mir, das war so eine Mischung, dass es dem Tier wieder gut geht. Ein Teil war ganz, ganz klar die Energie von Liebe, die positive Energie, die man dem Tier, das wirklich fast gestorben ist, immer wieder mitgegeben. Zum anderen bin ich sehr dankbar, einen sehr guten Tierarzt verwünscht, der wirklich nach langem Suchen doch gefunden hat, dass das Tier hat. Da wäre ich vielleicht gerade beim haustierlichen Thema. Ich bin nicht Arzt. Ich bin einfach euer Begleiter. Ich kann manchmal euer Tier, euer Büsi, euer Hund, euer Westerebenheit spüren und euch dann auch dort die Botschaft mitgeben. Ja, meine Botschaft euch ist natürlich relativ klar, wie immer. Kommt doch zu mir, redet mit mir. Manchmal ist nur etwas Kleines, es müssen nicht immer die grossen Themen dieser Welt sein. Okay, die Regie hat mir schnell etwas gesagt, fast ein bisschen überrascht. Aber eben, es geht wirklich darum, es sind nicht immer die grossen Themen. Manchmal, und das zeige ich dann sicher auch, geht es auch nur darum, ein Bäumchen zu ziehen. Manchmal geht es auch nur darum, ein Engeli. Und einfach dort etwas mitgeben, etwas zu sagen. Auf die Art und Weise, wie ich es immer gemacht habe. Wie mich aller Liebe nie möchte verändern. Weil Liebe kann eben auch etwas sehr gemeinsam. Sie hat vorhin vom Kreuz geredet, von den Dornen. Und das heisst für mich vielleicht so ein bisschen als Hellseher, es tut mir ja leid, wenn ich auch jemandem muss sagen, vergiss das da, oder ich würde gescheiter loslassen, etc. Aber es passiert immer in Liebe. Es passiert nicht irgendwie, wo ich euch plagen will, etc. Klar, der eine oder der andere ist dann manchmal enttäuscht, weil man möchte doch von seinem Hellseher im Prinzip hören, es ist gut, es kommt gut, es geht gut. Natürlich, wenn ich der die Energie geben kann, eine Geschichte, so mache ich es. Aber ich bin ehrlich gesagt, und vielleicht habe ich manchmal fast nicht ein schlechtes Gewissen, das ist falsch gesagt, manchmal frage ich mich, ist es richtig, wenn ich irgendwie eine Hoffnung zerstöre, wenn ich eine Illusion zerstöre, wenn meine Karten ganz klar in einer anderen Richtung gehen. Und darum muss ich einfach sagen, auch heute, in aller Liebe, kann sein, wenn sie das einem oder anderen muss sagen muss. Es kann sein, wenn sie schon mit einem Engel oder mit einem Bäumchen etwas sagen, das einem nicht so passt. Aber es soll irgendwie auch so sein. Ich denke mir, ihr habt nichts davon, ich habe nichts davon, wenn ich euch irgendwelchen Quatsch erzählen würde. Oder euch irgendwie würde, was ganz wichtig ist, dort habe ich so ein bisschen meinen Stolz, meine Ehre, euch irgendwie etwas versprechen würde, nur damit ihr bei mir am Telefon bleibt. Selbstverständlich ist das dazu. Ich lebe davon, dass ihr mir anruft. Meine Dienstleistung ist nicht günstig. Aber da möchte ich darum auch ganz klar, und das ist dann wiederum auch so ein bisschen ein Grab von Liebe, ganz klar sagen, ich ziehe euch nicht in die Länge. Ich sage nicht, dass das irgendjemand macht. Ich möchte auch Rücksicht nehmen, wenn ich bei einem Menschen spüre, er ist nicht so einer hervorragenden materiellen Verfassung. Da hatte ich diese Woche wieder einen Menschen dran. Ich weiss, der Mensch läutet mir sehr gerne an. Auch bei dem habe ich das Gefühl, er läutet mir heute zu. Der Mensch hat mir angeläutet. Ich weiss, dem Mensch geht es nicht gut materiell. Der Mensch muss sich so ein Gespräch vom Mau absparen. Und manchmal bin ich dann dort so ein bisschen in einer gemeinen Position zu sagen, für sie mache es auch so. Oder einfach irgendwie so ein bisschen in dieser Richtung. So oder so. Also da bin ich ganz sicher, dass ich auch in Zukunft mich in aller Liebe so möchte verhalten. Dir könnt mir natürlich auch ganz lieben. Manolo gibt Gas, Manolo macht für sie, Manolo, ich habe nicht viel Zeit, ich habe nicht viel Geld. Auch das ist ganz klar, solange man dir das in Respekt sagt, überhaupt kein Problem. Was ich nicht so gerne habe, wenn jemand schon so gestresst ist, dass ich kaum etwas sagen kann und dann kommt schon das Nächste. Kürzlich habe ich sogar eine sehr gute Klientin rausgehen und sagen, ich möchte nicht mit dir reden. Und die hat jedes Mal gesagt, mach für sie, du kannst das mit mir. Und dann einfach irgendwie mit der Zeit habe ich das Gefühl gehabt, nein, sorry, das funktioniert einfach irgendwo nicht.
Weil ich bin ja nicht irgendwie eine Maschine, ich bin auch nur ein Mensch mit Gefühlen, mit Emotionen. Auch ich habe Freude, wenn mir jemand wohlwollend entgegenkommt, das ist völlig klar. Und wie gesagt, also das seid versichert, ich halte euch nicht auf. Aber jetzt wäre ich schon dankbar, wenn mir jemand anrufen würde. Wir haben sie ja heute gesehen, wir sind ja hergefahren. Und ich begreife jeden, der heute vielleicht in einer Body ist, etc. Aber ich weiss einfach, auch bei solchem Wetter gibt es ganz viele Menschen, die daheim sind, die vielleicht so ein bisschen in einem Schattplätzchen angehen, die vielleicht schon draußen in der Natur waren. Und wenn ich das richtig spüre, ich danke von Herzen, hier ist der Manolo. Hallo, mit wem darf ich reden? Hallo Manolo, das ist Hanna. Sehr eine nette Stimme, eine sonnige Stimme. Was darf ich für dich machen, Hanna? Ja, ich denke, ich müsste dich ein bisschen lösen. Du machst das sehr gut, Hanna, wenn ich so darf sagen. Du hilfst schon mir, dann helfe ich dir auch. Weißt du, aber das ist eben, ich glaube, das hat schon ein bisschen mit Liebe zu tun. Also, es ist nicht, dass du mir anläutest, aber wenn man sich eben wirklich. Ich denke mir, wenn man in der Energie, die man rausgeht, kommt so wieder retour. Und du kannst das sehr gut, oder? Weißt du, wer ich bin? Ich kenne deine Stimme, jawohl. Ja, aber ich weiss, es geht um das Bauen. Mhm, dann weiss ich sogar haargenau. Du bist ja, wie soll ich sagen, ihr seid das Objekt anschauen. Und dann hat er noch später hat er noch mit einem Bauherr, Architekt verhandelt. So ja, spielt der falsch? Was? Spielt der falsch? Das ist eine ganz gute Frage. Wir nennen ihn nur X. Also im ersten Moment hatte ich das Gefühl, als ich die Karte angelegt habe, hat es mir gedacht, er hat schon Sinn und Zweck. Was ich bei ihm ein bisschen gesehen habe, ist das Machtproblem. Das heisst, ja. er hat nicht. Joint ist etwas, was mich wahnsinnig macht. Und zwar überall. Das ist dort, wo ich viel anstosse. Ich gehe in einen Laden rein und sage, ich will ein paar Hosen. Und dann will man mir ein Hemd verkaufen. Und das hasse ich. Er will uns darum unbedingt in sein Gebiet ziehen. Und wir haben gestern einen wunderschönen Platz gesehen. Und jetzt meine Frage ist an dich, ist das Rechte für uns? Also es geht darum, er will euch unbedingt dort, wo er euch bauen kann, wo er quasi das Land hat, etc. ziehen. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Und wir haben jetzt, du hast mir darum eben gesagt, schlussendlich machen wir alles selber. Und gestern haben wir den ersten Schritt eben schon gemacht. Also, weißt du, nur mal schauen. Ja. Und das ist so eine Hanglage, aber wie soll ich sagen, es ist nicht so stotzig, dass man hier mit Stützmauern und so muss, das schon nicht. Aber ich sage, der tritt sich, das ist die ganzen Alpen aus. Richtig Ferien. Ja, also das ist zwar eine soll ja ein bisschen Ferien sein, hat den grossen Vorteil, dass ich auch so wohnen kann. Louis hat zuerst einfach jetzt den Monsieur X-Ball gelegt, oder? Und ja, bei dem ist ja Patient bei den Mädchen. Mhm. Das hast du mir gesagt, jawohl. Schau, ich habe ihn so etwas gelegt und vielleicht möchte ich vielleicht gleich sagen. Es ist natürlich schon ein Problem, weil er schaut quasi die Glückskarte. Und das ist sein Glück, er hat natürlich den Platz. Vielleicht hat er dort auch materielle Verpflichtungen drauf, die er muss erfüllen muss, etc. Jetzt, wenn ihr natürlich kommt und quasi eure eigene Energie reinbringt und eure eigene Wille. Manolo, warte, von diesem Platz, den wir gestern angeschaut haben, ist er noch gar nichts. Ich weiss es, aber Entschuldigung, er spürt es ja schon, was ihr nicht so. Und jetzt, wenn ihr eben noch kommt, im Prinzip schon vor einer Voraussage, hier vor der Geschenkkarte, dann hat er schon das Geschenk. Jetzt im langen Weg, quasi oben dran, ist er auf jeden Fall zu haben. Er akzeptiert es auch, ich habe Gerichtskarten drin. Ich denke mir, er hat das Geschenk damit, er ist auch verletzt. Er will, ich sage, er hat ein Machtproblem. Das ist eher generell so ein kleines Lebensproblem. Und jetzt ist einfach plötzlich jemand anders, es wäre die Karte, die er eingezeigt. Jetzt ist plötzlich jemand anders oder jemand ein anderes Objekt drin. Jetzt möchte ich euch drüber legen. Und nachher möchte ich schauen, wegen dem Falschen, das sagt er dann schon noch, wegen dem Falschen spielen. Also, schau jetzt. Es geht wirklich darum, es geht um Macht. Es geht um Macht. Ich denke, wir haben gestern etwas gesehen, wo die Ferienkarte auf dem Weg liegt. Schau, hier ist der Horizont. Wenn es jetzt noch einen See hätte, was es natürlich nicht hätte am Hang. Es sieht fast aus wie ein See, aber es ist kein Wasser, es ist einfach Land. Ja, das ist schon gut. Und jetzt oben dran, ich denke mir, ich möchte ihm einfach nicht quasi der Karte alles zerstören. Es ist einfach so, oben dran, der männliche Hauptperson, die ganz klar drinnen ist, es geht hier darum, dass ich hier oben ihr euch mit eurer Energie und mit eurem Willen durchsetzt. Kommunikation oder die Schau ist ja klar, ihr habt mal weitergeschaut, wo euch plötzlich der Platz nicht mehr so hat gefallen. Oder vielleicht seine Attitüde, seine Art her, ihre Gedankenfahrten. Aber es ist eigentlich relativ klar, der Platz ist gut.
Die einzige Frage, die wir jetzt noch offen lassen, das möchte ich gegen vorne anschauen. Verstehst du, das Gute ist ja immer mit so einem Platz. Ihr müsst ja nicht euch bewerben, ihr müsst einfach das Geld führen und kaufen. Ihr wisst ja, was es kostet. Ja, ja. Oder? Ist dort auch eine Architekturverpflichtung drauf oder ist es frei? Das ist frei. Also. Das ist ganz frei. Ich lege das. Schau, wie heftig hat er ihm schon wegen einem anderen Platz zugesagt? Gar nichts. Gar nichts. Ich glaub, nein, weißt du, da hängen wir noch in der Luft. Wir wissen nicht, klappt das, klappt das nicht. Es sind ja drei, die er uns hat, gezeigt hat. Aber wir wissen von keinem, klappt oder klappt es nicht. Weißt du? Und das ist dort irgendwie noch so ein bisschen Verwandtschaftssache. Also, Luis, es ist einfach so. Das ist einfach etwas, das ich mich unsicher fühle. Von der Karte her nicht. Von der Karte her könnt ihr wirklich mit dem auch im Architektonischen weiter gutschieren. Ich weiss aber natürlich, Entschuldigung, wenn du irgendwie etwas hast, oder? Und dann hat auch hier die Glückskarte drin, wenn du etwas hast. Und dann kommen die plötzlich und sagen, du, lass mir weh schon mit dir. Aber an einem anderen Ort ist dann die Qualität von dieser Arbeit noch gleich gut. Und das kann ich nicht hundertprozentig beurteilen. Nein, dort geht er nachher weg, weil wir haben noch jemand anderes, der. Ah, okay. Der war Spalier früher und dem sein Schwager ist eben auch Immobilien und Architekt und einfach alles dort weiterhelfen. Schau, es ist so klar, ihr habt es in eurer Hand, das Kartenbild ist wirklich gut, es ist schön, dass man das heute sieht. Und es ist wirklich so, es ist die Handlung drin, es ist das Zuhause drin, die Wohnzimmerkarte, die Ferienkarte, haben schon gesagt, es ist die Lebensfreude drin und das Einzige, und das ist irgendwie noch in dieser Militärperson, manchmal muss man ja ehrlich Nein sagen. Es geht, hier ganz klar, dass man sich jetzt irgendwie muss überwinden muss. Es kann dazu führen, aber das ist ja nicht so das Problem, dass man selber ihn als Klient verliert. Und darum muss, ich einfach sagen, vom Kartenbild her, ich muss nicht mehr weiterlegen. Wenn ihr den Weg geht von dieser Baustelle, also von dem hier, von diesem Platz hier, dann ist es sicher nicht sinnvoll. Ich finde es so gut, dass ihr die Beziehung dort beendet. Also beendet einfach im Sinne, Entschuldigung, es hat nicht wollen. Du hast uns auch nie können, die Angaben liefern, die wir wollen. Es war immer so ein Hin und Her. Und ich nehme jetzt einfach mal an, der Platz, das ist ja Bauland, das ist ja im Prinzip eigentlich alles klar. Ich habe wirklich das Gefühl, ihr werdet den Platz der kaufen. Und zwar nicht, weil ich jetzt euch Karten hier lege, sondern weil es einfach wirklich darum geht. Aber der ist gut. Ja. Das ist schon vom Gefühl her, der Platz ist gut. Ja, ja. Jetzt einfach gegen vorne, damit ihr nicht vom Regen in die Traufe kommt. Ihr habt ja jetzt wieder etwas Neues. Und das geht. Nein, weißt du, der wohnt auch dort, ist auch ein Patient von der Meiden. Und der hat auch gesagt, das würde er uns jetzt eigentlich wünschen, wenn wir dorthin könnten. Das ist wirklich so ein schöner Platz. Er hat, weißt du nicht, wenn irgendetwas überschnürt oder weiss ich nicht was, gar nichts. Einfach gesagt, das ist ein Platz, der ist wunderschön. Dann möchte er uns gönnen. Und das war eben früher in Stäbolier gewesen. Und der kennt sich natürlich auch aus im Ganzen. In der Branche, aber jetzt... Und er kennt auch die Familie, die das Land verkauft. Und er könnte sogar dort noch so ein bisschen Einfluss nehmen. Ja, also das bekommt ihr ja schon, oder? Die wollen ja verkaufen, oder? Das ist ja. Schau jetzt aber, es ist einfach so, mit ihm kann man sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Aber damit wir nicht vom Regen in die Traufe kommen, es ist auch hier ganz klar wichtig. Weil er ist ja auch wieder als reicher, guter Herr drin. Es hat hier auch gewisse Blockaden und die traurige Nachricht. Das heisst, wenn man nicht von Anfang an hier Militärperson durchgibt, wer Chef ist, und ihr nehmt euch ein gutes Geld für, ihr setzt eure Zukunft drauf, dann könnte es Konflikte geben, wo man wiederum überlegen muss, jetzt, wo man noch sagt, ihr seid in einem nachbarschaftlichen Verhältnis, wo man lieber von Anfang an eine glasklare Linie führt. Und was ich dir einfach möchte, ermutigen, wir haben wirklich, du bist so eine starke Frau und du hast es so in deiner Hand, wo du bist ja der. Das sind beide stark, aber du weißt, was ich meine, oder? Genau, und, ja. Und in dieser Hinsicht ist es so wichtig, und das ist dort, wo ich jetzt wirklich glaube, gerade im Moment mein Geld wert bin. Es ist so wichtig, wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet, der ist super gut aufgestellt. Aber es ist hier die Handlungskarte drin. Das heisst, man muss wirklich in diesem Handeln innen bleiben. Und man muss ihm vielleicht auch von Anfang an sagen, du, lass das hätten wir lieber. So, wenn er euch überzeugen will, dass ihr ein Holzdach machen müsst, oder ihr habt lieber eins in weiss doch nicht was. Das heißt,
Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man ihm von Anfang an eine klare, deutliche Linie, wo er die Kommunikation durchgibt, dann ist das eine top, perfekte, gute Sache. Aber okay. wenn man irgendwo das Gefühl hätte, wir müssen da speziell lieb sein, und weisst, irgendwie, nee. Oh, er ist ja auch unser Nachbar und so, dann wird es schief kommen. Dann werdet ihr genau gleich... Er ist im gleichen Dorf, aber nicht Nachbar. Okay, aber eben, wenn man einfach dort... manchmal ist der Frieden schon gut, aber hier muss man wirklich im Prinzip in dieser Grundhaltung, wo du das jetzt machst, das ist so perfekt. Du schaust, du nimmst irgendwie, du wartest, bis du dein Teil hast. Dort ist jetzt einfach das Wahl gekommen, weisst du, wo du gestanden bist. Hast du das Gefühl gehabt, jawohl, das ist es. Dann musst du es nehmen. Und das hat vorher bei keinem, den ich gesehen habe, hat es das gemacht. Tipptopp. Ich finde also wirklich, wenn man so viel ausgibt, so viel Geld in die Finger nimmt und so viel auf Jahre aus sich festlegt, das muss doch einfach hundertprozentig stimmen, oder? Man kauft ja meistens nicht einmal ein paar Schuhe, die einem nicht gefällt. Ja, das ist doch so. Jetzt habe ich noch eine andere Frage, Manolo. Aber die Praxis, die läuft gleich weiter bei den Mädchen. Die Lage, das kann ich zwar eigentlich gleich lassen. Die Praxis ist drin, muss gar nicht mehr sagen. Schau hier. Hier die Wohnzimmerkarte, die habe ich sehr schnell gezogen. Jawohl, ja. Ich möchte noch sehr schnell darüber legen. Also, ist es weit weg entfernt von dort, wo ihr jetzt seid? Nein, ja, es hat Patienten eigentlich den grossen Teil aus dieser Umgebung. Ist es gut erschlossen, öffentliche Verkehrsmittel, so, wo ihr jetzt hergeht? Ja, nicht so wahnsinnig, aber wir haben Patienten, die meisten die haben Auto, die kommen mit dem Auto. Wir haben praktisch niemanden, der Zug oder Bus oder so kommt. Ich kann mich mal noch an meine Aussage erinnern, als ich gesagt habe, es wird besser laufen, wenn ihr euch im Domizil verschoben habt. Und auch hier kann ich heute mit klaren Karten glänzen. Schau jetzt, deine Meite, die schaut in gute Herr. Das ist die Karte vom Therapeuten. Vom Heiler. Warst du schnell, dann hörst du sie. Also, komm. Manolo, ich tue mich verabschieden. Ich danke dir, Anna. Ich danke dir. Merci viel mal. Du hörst mich noch manchmal, gell? Danke. Ich bedanke mich von Herzen. Ja, aller Liebe. Gell? Gute Zeit. Merci viel mal. Ciao, Manolo. Tschüss, herzlichsten Dank. Hallo, ist der Manolo. Verstehst du mich? Jetzt müssen wir schnell warten. Hallo, ist der Manolo. Verstehst du mich? Regie sagt, ist weg. Die Regie. Die Regie hat, glaube ich, etwas falsch verstanden. Ist das richtig? Sie wollte Changing machen. Another person. Aber item, das ist gleich. Ich hoffe, sie schauen jetzt zu. Die Regie lässt sich entschuldigen, in aller Liebe. Aber jetzt möchte ich gleich noch dieser Dame, die jetzt sicher zuschaut, etwas sagen, weil ich eine Karte gelegt habe. Regie, kannst du schnell auf die Karte zeigen? Es wäre noch gut. Ich habe vorher im Prinzip... Aha, es kommt jemand. Moment. Hier ist der Manolo. Guten Tag, wohl. Hallo, hier ist der Manolo. Guten Tag, wohl. Manolo ist am Apparat. Guten Tag, wohl. Hallo? Hier ist der Manolo. Hallo? Hallo? Hallo, hier ist der Manolo. Ist jemand dran jetzt? Also, wir lassen das kurz sein, du sollst es kurz erklären. Also, liebe Person, schau einfach zu, ich kann das wirklich sagen, wegen der Praxis laufen. Du schaust dich gut her, das ist deine Praxis, das ist dein Geschäft, etc. Das heisst, irgendwo durch den Blick richtig stimmt. Du hast das reiche Mädchen, das ist die Karte von Anziehungskraft auf dem Weg. Du hast rückwirkend natürlich auch mit dieser Bauerei, das ist das hier, mit dieser Bauerei hast du viel Geld gewinnen drin, die Karte, die für das steht, dass wird es gehen, wird es nicht gehen. Und obendran, und das ist die entscheidende Karte, das ist die, hast du den guten Ausgang in der Liebe. Liebe Mädchen, wie es vorhin so schön ist gesagt worden, wenn du mit der gleichen Liebe und Energie an die Sache hergehst, ich kann nie sagen, als Hellseher, ich garantiere dir, aber ich verspreche dir, es wird besser laufen als vorher. Also don't panic. Also es ist eine gute Sache, der Wechsel ist eine sehr gute Sache.
Und gerade weil man noch an einem besseren Boden ist, wo sich auch deine Leute werden wohler fühlen und besser fühlen, wird es noch viel besser rauskommen als vorher. Also mach dir überhaupt keine Angst. Solange du auf deine Arbeit schaust, solange du im Selbstwert drin bleibst, das reiche Mädchen ist die Karte von Anziehungskraft, und dann kommt das auf jeden Fall gut. Hier ist der Manolo. Guten Tag. Hier ist Claudia. Sali Manolo. Claudia. Ich bin eben gerade rausgefallen worden vorhin. Die Regie hat gemeint, dass sie fertig und hat abgeklickt. Ich möchte mich im Namen von Manolos TV entschuldigen. Ich habe dafür schon vorgeschafft. Ich sage einfach noch einmal, sagen, was ich gesehen habe. Du hast... Genau, ich habe darum nichts verstanden. Ich habe dich nur gesehen, hängeln. Schau jetzt, du hast wirklich Top-Karte. Weil du schaust im Prinzip, ich zeige jede Karte kurz einzeln, ein bisschen ein Chaos geben. Du schaust hier in guten Härte, das ist die Karte vom Heiler. Also besser kannst du es nicht mehr haben. Du bist deinem Job bewusst. Du bist eine Therapeutin, du weißt, was du willst, und du schaust die Karte her sehr gut. Und nachher auf dem Weg hast du eine materielle Karte, die aber auch die Karte ist von Anziehungskraft, nämlich das reiche Mädchen. Das steht drauf, auf dem Weg ziehst du, Menschen kommen zu dir, du erzielst auch Entschuldigung, das ist auch noch wichtig, deine Einnahmen, sehr gut. Und obendran, die muss ich jetzt da gleich vorgraben, weil ich habe es vorher schon einmal erklärt, ist der gute Ausgang in der Liebe. Das ist, die Lösung ist, solange dass du mit Herzblut, Emotion und Liebe weiter an deiner Arbeit hergehst, ja, dann kannst du auf Timbuktu auswandern und dort ein Haus bauen und wirst weiter Kundschaft haben. Und die Ungewissheit, und das ist auch noch wichtig, ich meine, ich bin auch selbstständig, ein bisschen Angst, weißt, immer ein bisschen Angst, wie mache ich meine Arbeit richtig, das ist die Karte, kommt es gut, ist natürlich sehr, sehr, sehr gut, ist sehr, sehr wichtig, weil nicht Angst im Sinn, der die Seele auffrisst, aber einfach die Vorsicht, dass man schaut, dass man mit seinem Geschäft durchkommt, etc., etc., um doch ein bisschen die Ungewissheit, genau. Und das gibt dir auch die Energie. Aber du hast Top-Karten, du hast auch ganz einen lieben Menschen vorher, den ich vorher dran hatte, aber du bist voller Liebe deiner Arbeit gegenüber. Du bist voller Energie deiner Arbeit gegenüber, das kommt auch schief, das kommt gut. Also ihr könnt ruhig euch genau verschieben. Was eben, wir haben vorher noch so gesagt, wegen dem öffentlichen Verkehr etc. Ja. Also, vielleicht kannst du dort auch noch mit der Zeit irgendwie eine schlaue Lösung anbieten, dass man die Menschen am Bahnhof holen kann, irgendwie günstig oder das weiss ich was. Also irgendwo durch, das ist dann eher einfach die feine Arbeit bezogen auf die Situation. Aber die Grundkarten als solches sind so etwas von glasklar. Don't panic, das kommt mehr als gut, das verspricht er auch. Ich habe auch nur noch gehört, bevor ich bei dir reinkomme, eben quasi, weil ja dort der Boden besser ist, wird es auch noch einmal besser laufen, als jetzt hier in diesem energetisch sehr schlechten Umfeld, wo wir jetzt leben, kann man sagen. Wenn ich etwas aus persönlicher Lebenserfahrung habe erlebt, ich bin ein kleiner Zigeuner, aber nicht so manchmal verschoben in meinem Leben, wenn ich wirklich etwas erlebt habe, Boden, Boden ist etwas vom Wichtigsten, was es gibt. Wenn der Boden nicht stimmt, von der Energie her, dann sollte man in meinen Augen reagieren. Das Problem an dem Boden, wo du jetzt bist, ist, dort ist sehr, sehr viel Vergangenheit, vergangene Geschichten, die dort dran kleben. Und das genau, kleben meinst du von uns oder einfach sonst von der Geschichte? Also schon von Geschichte, uns, von Geschichte von euch. Ah, von einfach. Geschichte auch noch? Ja, einfach auch von Geschichte etc. Ja. Und ich denke mir, die sind ja eine Einheit. Und darum bin ich ganz, ganz sicher, wenn du quasi unbelastet an diesem frischen Boden entgegengehst und auch von Anfang an mit der Energie von Liebe füllst, dass das wird besser sein. Das wird etwas ganz anderes sein. Das wird auf jeden Fall besser sein. Und darum ist es so wichtig, wir haben vorher kurz über die Bauerei, über den ganzen Ablauf geredet, dass man von Anfang an jegliche Art von Auseinandersetzungen aus dem Weg geht. Das heisst also irgendwo durch, es ist ganz wichtig, dass was jetzt auf einen zukommt, dass man das möglichst konfliktfrei, möglichst auf die, natürlich schon in einer gewissen Härte, nicht im Sinn von nachgeben, dass man das möglichst auf diese Art und Weise so angeht. Nicht, dass man schon irgendwie mit einer gewissen Hypothek quasi, die hat man ja materiell aber ich meine, sonst mit einer Hypothek an die Sache hergeht. Wenn ihr aber das macht, super. Gut. Ja, ich kann mir eben noch vorstellen, dass es Probleme gibt mit unserem Mieter. Es ist ein zusammengebautes Einfamilienhaus. Und sie sind Messis. Und wenn irgendwie etwas so ein bisschen machst, zum Beispiel Strom ablässt und sie sind nicht daheim und so, dann rufen die sofort dort an, ja, wie seid ihr auf den Preis gekommen, Zeug und Sachen. Das, also, mir wird ihnen, dass die eine Hälfte anbieten, ob sie sie kaufen wollen. Wenn nicht, müssen wir ihnen künden. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass vielleicht eben sie noch ein bisschen Sie werden es nicht kaufen, das ist mir schon jetzt klar. Die werden es nicht kaufen, das ist völlig klar.
Und es ist relativ klar, was man dort natürlich muss nehmen, oder? Weil in die Kündigung gehen. Ich meine, Entschuldigung, ein Besitzerwechsel tut ja die Sache vereinfachen. Und das stimmt, das stimmt. Aber sagen wir mal vielleicht, was man dort vielleicht einbringen kann, wo das sind wir wieder bei der Liebe, in dieser Emotion vor Liebe. Dass man zwar sagt, ich meine, ich habe mit vielen Menschen schon dürfen kommunizieren, die das als Problem haben, die manchmal fast verzweifeln, wenn es wirklich Messitum ist. Ich weiss auch, wie so Wohnungen aussehen. Also, das ist furchtbar, oder? Und ich denke mir, es geht hier wirklich darum, dass man halt dort einfach auch respektvoll und klar ist. Ich habe heute vorher bei euch wirklich als erste Karte habe ich Militärperson gezogen. Und die Militärperson, die steht eben wirklich für, dass man halt gewisse Sachen in einer gewissen Klarheit Bestimmtheit muss durch sein, sagen nicht Härte. Aber je mehr, wenn man irgendwie das Gefühl hat, wir müssen da so halb leihen, weil man halt liebevolle Menschen ist, weil man sein Guten will, je klarer, konkreter man ist, umso besser wird es gehen. Ich denke mir, und das ist ganz wichtig, und das werdet ihr eben genau schaffen, ihr werdet, Entschuldigung, auch als spirituelle Menschen, werdet ihr ganz bewusst die Energie dort lassen. Ihr werdet hier ein Teil von eurer Ware, schon wenn ihr das Material redet, geht dort in den Mund lassen, das kommt gar nicht mehr mit. Oder? Das ist es, das haben wir im Sinn. Genau, oder das. Entschuldigung, ich weiss natürlich nicht, man geht die Menschen in die Mulde, aber einfach lassen quasi zurück und gehen in einem gewissen Grundoptimismus gegen vorne weiter. Und darum habe ich schon das Gefühl, ihr könnt auch das gut überwinden. Da habe ich also überhaupt keine Angst. Und im neuen Ort, wie gesagt, gerade jetzt, wie es vorhin deine Mutter ganz wirklich feinfühlig, wirklich medial hat gesagt, ich bin vor manchem Ort gestanden und ich habe vielen Orten habe ich einfach das Gefühl gehabt, und irgendwo dort habe ich jetzt einfach wirklich das Gefühl, Samarsch Sarul, das Holt, das geht mir gerade ins Herz, das stimmt für mich und das ist etwas ganz Wichtiges. Obwohl es ja eigentlich um etwas Materialistisches geht, wie viel muss ich zahlen, etc., etc., finde ich das Grundgefühl finde ich absolut wichtig, was einfach mal von dem her stimmt. Ja, darum, sonst trauert man dem ewig Finger nachher. Entschuldigung? Sonst trauert man dem nachher ewig Finger wenn man sich auf etwas einlassen würde, das jemand anders ums Verrecken durchsetzen. Ganz schlecht. Also, es gibt wirklich Menschen, ich habe kürzlich so eine Situation, dass ich jemanden lernen konnte, die seit 10 Jahren sind die in einem Haus gelebt. Haben es selber gebaut. Aber du hast immer gespürt, die sind gar nie angekommen. Irgendwo durch, das ist so ein ekelhaftes Gefühl. Und Entschuldigung, das ist jetzt das Leben hier auf dieser Welt wirklich zu kurz, was man sich eben irgendwo so in so etwas einlassen sollte. Insbesondere, wo ich bei euch immer die Lösung, die Veränderung, das hast du schon ein paar Mal gelegt, habe gesehen. Ich habe nie Turbogeschwindigkeit drin gesehen, sondern einen Vorgang, der läuft. Das kann zum Beispiel auch hier, in diesem neuen Objekt. Ich habe hier eine kleine Blockade drin, kann es Verzögerungen geben, dass es halt nicht so schnell durch den Butter durchgeht, wie man es gerne hätte. Aber es läuft und das wird gut kommen. Es wird gut kommen, geht den Weg und bleibt in dieser Energie und Überzeugung drin und es wird gut kommen. Du, was meinst du, unsere zwei werden wir die schnell wegbringen? Du meinst die, die jetzt dort wohnen? Also nein, also unsere zwei Häuser, weißt du, ist ja zusammengebautes Einfamilienhaus, also quasi ein Doppel-Einfamilienhaus. Wir werden zuerst den Mieter, also dem seine Hälfte geben, dass man nachher rüber kann, oder? Und wenn man dann drinnen ist, dass man nachher unsere Hälfte noch gibt. Also so, das ist ein bisschen die Überlegung, dann auch wegen Kapitallösung und so. Ich habe die schon verstanden. Ich habe die wirklich verstanden. Und also, ich muss vielleicht etwas sagen, da sind wir ein bisschen kartengläubig. Man schaut ja in die traurige Nachricht und da stellt man sich das vielleicht ein bisschen schwer vor. Insbesondere, weil sie einen planen, für sie zu machen, etc. Und nachher habe ich hier die sogenannte Gerichtskarte. Und die Gerichtskarte steht eigentlich offen zu verschreiben. Also, ist eigentlich eine gute Karte, steht eigentlich offen zu verschreiben. Was ich auch wieder rückwärtig habe, ist die viel Geldgewinnkarte, also die Ungewissheitskarte. Und oben, weibliche Hauptperson. Ich denke mir, Kunst besteht drin. Die ganze Energie reinzusetzen, dass es möglichst rassig geht. Ich habe das Gefühl, es wird zwei Elemente sein. Also, sie sehr gut finden, dass ihr zuerst in die andere Wohnung meint. Die müsst ihr vielleicht noch ein bisschen sanieren, wenn ich das so darf, sagen, wenn dort Messis drin waren, oder? Also, ich weiss nicht, könnte ja sein, was dort noch das eine oder das andere zu machen ist, oder? Aber nachher muss ich schon ganz klar sagen, hier ist Blockade. Es kann sein, dass ihr bei einem von zwei Vorgängen Mühe habt. Aber dann habe ich die kurze Krankheit, ist eine Geschwindigkeitskarte, ist die Urbo-Karte. Dann habe ich den Abschluss, das ist, wenn man etwas abschließt, und dann habe ich die Veränderung. Es geht in einem normalen, gangbaren
Bereich. Was man vielleicht machen sollte, wo man die viel Geldgewinnkarte drin hat. Und das habe ich eben bei euch das Gefühl, verstehst du, ihr gehört nicht zu denen, die mit 10% Eigenkapital hantieren und so. Ihr habt dort eine solide Basis, dass man wirklich bei der Bank in dieser soliden Basis oder mit dem Finanzieren in dieser soliden Basis quasi innen bleibt. Und Kommunikation ist alles. Und vielleicht, gerade weil ihr in die traurige Nachricht schaut, gar nicht gross in der Ängstlichkeit innen seid. Vom Gesamten her ist es aufgestellt, dass ihr es zu dem Preis verkaufen könnt, den ihr erwartet. Ah, also das denke ich mir schon. Aber ganz wichtig, wirklich ganz, ganz wichtig, denke ich eben, dass man wirklich hier, und das zeigt sich immer und immer wieder, dass man wirklich dort halt einfach seine eigene Power reinbringt. Bei euch habe ich vielfach die weibliche Hauptperson. Ich möchte das nicht werten. Ja, wir Weiber haben halt sagen, weil in unserer Familie. Da würde ich jetzt nie etwas sagen, aber ich denke mir, mit ein bisschen Gefühl kommt das gar nicht schlecht. Mal. Ja. Samar Sarul, das kommt gut. Es ist, oder, mein Vater hat früher alle gesagt, das Erbe habe ihm 5 Jahre gekostet von seinem Leben und zu bauen die nächsten 5 Jahre. Aber mein Vater ist fast 90 geworden, selig. Also in dieser Hinsicht muss ich vielleicht sagen, es kostet sicher Energie. Aber ja. ich denke mir einfach in einem normalen Vorgang. Und Regie zeigt das wunderbar. Veränderung ist der Zügelwagen. Es ist viel Veränderung, es ist viel Neues, was auf euch zukommt. Und wenn man das, sagen wir mal, so ein bisschen grossflächig sieht, wir haben jetzt einen Sommer 2012. Und ich denke mir, bis so, sagen wir mal, in 2 Jahren gehören in der Hammer, was die Bilder aufmachen. Also irgendwo innerhalb von 2 Jahren, vielleicht ein bisschen schneller, nicht langsamer, aber wenn man sich innerlich darauf einstellt, und eben, du hast vorher ganz klar gesagt, wir haben den Plan, wir wollen von A nach B, hat in meinen Augen den Vorteil, dass man eben im Prinzip eben auch diesen Sachen gegenüber, weil vielleicht wird in dieser Wohnung noch man muss ja die vielleicht noch ein bisschen rausputzen, die Braut, oder? Ja, das sowieso. Gut, es sind keine Essensreste, weisst und Zeug und Sachen drin. Es ist einfach alles überstellt mit Sachen vom Schrottplatz oder einfach Zeitungen nicht vorzuschiessen. Ja, es kommt schon noch Zeit, oder so. Entschuldigung, das muss ich jetzt offen und ehrlich sagen. Weder, also ich will nicht Angst machen und nicht böse. Aber der könnte schon noch so ein bisschen... Also irgendwo durch, weisst schon mal, bis man den Duft draussen hat. Oder so. Ja, das hören wir auf. Das geht schon, wenn sie lüften. Eben, das meine ich. Also dort denke ich mir auch, und da sind wir wieder in der Aktion, in der Handlung. Man geht dich und man macht es halt einfach. Oder? Und man lässt sich nicht lähmen. Aber das sind für mich einfach so ein bisschen die Blockkette, die eigentlich... Ich habe jetzt wirklich das Kleid in 2 Kartenbildern. Sehr gute Karten. Einfach so ein bisschen Blockkette ist vielleicht drin und die Ungewissheit. Aber ich würde sagen, eben, wir reden nicht von 5 Jahren, was einem kostet, sondern von 5 Jahren, wo man gewinnt. Oder? Weil man hier zwar Energie setzt, aber dann in dieser Veränderung auch wieder etwas bekommt, was gut ist. Ja, also. Mach es, kommt gut. Ja, super. Übrigens, wenn ich das noch am Schluss sage, ich habe dich schon ein paar Mal gelegt. Und wo du immer und immer wieder hervorragend drin bist, ist eben in dieser Therapie, in dieser Heilungskarte. Das wollte ich noch mal sagen. Wirklich, das ist nicht irgendwie, das ist nicht Zufall. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ich kann dir einfach nur eins sagen, du bist im richtigen Job. Weißt, ich habe nichts zu jammern in dem Sinn. Ich habe genug zu tun, aber du weißt schon, wie das ist, wenn man selbstständig ist. Darum hast du schon viel zu tun. Darum hast du viel zu tun. Aber das habe ich, wenn ich das noch am Schluss sagen darf. Ich wollte noch mitgeben, du bist wirklich im richtigen Job. Du bleibst schon in dem. Ich bin auch dort reingedrückt worden auf eine brutale Art und Weise, wenn ich das so sagen kann. Das Leben ist manchmal unser eigenes Leben, unsere eigenen Grunderfahrungen. Das sind natürlich manchmal die wertvollsten Ressourcen, die wir haben, wenn man so etwas macht. Genau. Darum ist gut. Du Manolo, dort auf der Zügelkarte hast du ja ein Ross mit Wagen. Müssen wir jetzt noch Ross kaufen? Nein, sag ich. Jetzt wäre mir ganz ein saloppen Spruch in den Sinn gekommen. Ich meine, es ist auch sehr schön, Rösser, oder? Aber in jeder Hinsicht. Aber ich denke mir, wir bleiben da neuzeitlich, modern. Aber weißt du, es ist eben, und das ist das Schöne beim Kartenlegen oder in den Sachen, die wir machen. Menschen haben immer das Gefühl, sie verändern sich wahnsinnig. Wir fliegen heute auf den Mars oder das weiss ich was. Aber gewisse Sachen bleiben genau gleich wie die 150-jährigen Karten. Ja, genau, darum kannst du also den Zügelwagen ruhig durch ein Raumschiff ersetzen, wenn du 300 Jahre alt werden willst. Nein, aber das ist klar. Meine klare Prognose als Hellseher ist, ihr werdet ein Pferd mit 4 Rädchen brauchen, das selber fährt. Ja. Ja, weißt du, wir hätten sonst noch ein Büssi, das wir einspannen könnten. Musst du dir mal vorstellen, so eine Sache mit Polstergruppe und ein einziges Büssi, das wir ziehen.
Auch der mache ich dir eine klare Prognose. Wenn du nicht heute anfängst, mit dem Büssi zu trainieren und zu zügeln und das Sofa auseinandernehmen, wirst du noch in 10 Jahren zügeln sein. Ja, das ist es so. Ja gut, das ist einer, der hilft. Aber wie gesagt, nein, das soll der lieber schauen, dass am neuen Ort weiterhin keine vierbeinigen, ein bisschen Ungeziefer rum sind oder so. Und wichtig ist ja für das Büssi, dass dort, wo der jetzt hergeht, auch wieder rauskommt. Oder? Das ist zum Entscheiden. Es ist eben einer, wir haben aus dem Heim, der ist noch nie raus gewesen. Wir haben den Balkon eingenetzt. Mhm. Er ist etwa auf dem Balkon und jetzt wieder, dass wir eben den Jimmy nicht mehr haben, den Roti hat er dem auch geschickt mit Foti, der ist ja so krank geworden. Das ist ja eine andere Geschichte gewesen, weisst du es vielleicht noch. Ja, ich weiss, geht er gar nicht mehr gerne raus. Er tut gerne raus schauen, bei der Stube raus schauen. Aber sonst geht nicht einmal mehr gerne auf den Balkon raus. Also du kannst ihn mit rausnehmen und alles, aber er will dann wieder rein und irgendwie habe ich das Gefühl, ist eben gruselig verklüpft ab etwas oder ab jemandem. Richtig, aber am neuen Ort solltet ihr von Anfang an am Architekt sagen, das Katzentürchen sei wichtig. Ja, genau. Da geht raus. Das ist schon so. Das ist schon so, aber das Tier wird wieder rausgehen. Da bin ich froh. Ja, also, du sie ja nicht werten, verstehst du? Also, ich habe eine von meinen Katzen, wenn die bis an den Rand kommt vom Garten, oder, dann ist die schon auf grosser Abenteuerreise. Also, in der Hinsicht denke ich mir, es gibt wirklich Katzenviechen, die halt einfach gerne daheim sind, die auch die Sicherheit brauchen vom Revier. Aber der wird sich eben, und da sind wir wieder beim Boden, der wird sich dort viel sicherer fühlen. Und darum wird das ist super. Dann geht ihm dort auch viel besser. Das ist schön. Jetzt verstehe ich dich nicht mehr. Sollst du einfach nicht zum Zügeln missbrauchen? Aha, nein, Jesus Gott. Das ist so ein Witz. Der Arm, gell? Nein, ich weiss das schon, was bei euch Menschen und Tiere gut haben. Nein, das wird kommen. Ich sage eben, wir können so ein bisschen in der Dimension der nächsten 2 Jahre werden ihr eure Projekte durchziehen. Und das ist eigentlich wunderbar, wenn man die Möglichkeit hat, so etwas zu machen. Das ist ja wirklich ein Glück. Darum geniessen und geniessen schon heute. Manolo, wir hören einander wieder. Ich danke von Herzen und ich wünsche dir wirklich Top-Klienten, Familie, wenn ich das so sagen darf. Ganz viel Spass und ganz gute Danke vielmals. Merci. Das wünsche ich dir auch, gell? Übrigens, auch den Mann im Haus danke von Herzen. Ich sage es, wenn er zurückkommt, der ist noch auf dem Velo. Super, merci vielmals. Gut. Schönen Abend. Tschüss, Manolo. Ciao. Herzlichen Dank. Das ist natürlich schön, wenn es mir jemand so hilft, gerade bei diesem Wetter. Aber ich denke mir, das ist ein Mensch, der ganz praktische Vorgänge spirituell einbietet, mir als Ratgeber herzieht. Also ich denke mir, das gibt mir auch immer Bestätigung, dass man das eben sollte. Was mir auch Bestätigung normalerweise gibt, ist Maria. Maria ist nämlich schon enorm gut immer besetzt. Und auch daheim ist es manchmal gar nicht einfach, sie zu verrutschen. Jetzt ist sie frei. Und darum frage ich dich, Maria, wie geht es dir? Zeigt, wo die Anruferin gerne hat wollen hören. Und das ist dann für mich manchmal ein bisschen schwierig, weil ich natürlich spüre, was der Wunsch wäre. Okay. Also, ich habe glaube Anruf. Hier ist der Manolo. Gutes Tag, wohl. Hier ist der Manolo. Guten Tag, wohl. Hallo. Das hören wir überhaupt nicht. Hört man mich jetzt? Ich bin der Manolo und höre nicht jetzt. Du musst den Fernseher abstellen. Aha, okay. Also ganz generell etwas, da ist irgendwie etwas schiefgelaufen mit dem Fernseher. Was man nicht gehört hat vorher, ist Maria, das geht mir auch so. Darum, zweiter Versuch, ich wäre wieder frei. Maria, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Du mich nicht. Doch, ich höre dich eigentlich sehr gut. Und darum frage ich noch einmal, Maria, wie geht es dir so? Ja, jetzt habe ich ein Gespräch gehabt. Und eben, ich habe leider dieser Anruferin nicht ganz das können sagen aufgrund der Karte, die sie sich gewünscht hat. Das tut mir immer sehr leid, aber trotzdem bin ich natürlich ehrlich, weil ich weiss, ich diene niemandem, wenn ich etwas beschönige. Und jetzt würde ich mich freuen auf den nächsten Anruf. Ich wäre voll parat und bis in den Hallo gehe ich sehr gerne dir weiterhin zu, Manolo. Das ist auch Liebe, wenn man mir gerne zuschaut, gell, Maria? Nein, natürlich, Maria ist frei, nutze doch die Gelegenheit und wirklich, das gefällt mir wirklich sehr gut an ihr. Ich tue ja jemanden mit dir etwas anschauen oder besprechen. Und sie ist top. Ich sage sie, ich hätte sie gerne mal eins hier vorne gezeigt, aber das hat sie bis jetzt noch nicht wollen. Aber ich sage euch, Maria ist wirklich ein top, top Hellseher und Kartenleger. Und ja, was soll ich sagen? Es ist wirklich ihre Leidenschaft, es ist ihre Passion.
Und das spürt man dann einfach irgendwo durch. Aber es ist auch sehr viel Freude und Energie bei ihr drin. Und manchmal überrascht sie mich, weil manchmal sieht sie einfach Sachen, Entschuldigung, besser und klarer als ich. Sie ist nicht ein Klon von Manolo, auf keine Art und Weise. Und Entschuldigung, manchmal will man lieber mit einer Frau reden als mit einem Mann. Und in dieser Hinsicht zum Beispiel sehr gut. Und wenn ihr wirklich einfach jemanden weht, der so ein bisschen. Entschuldigung, sie ist nicht geradeaus, sie ist sehr liebevoll. Und sie möchte dich wirklich nicht mehr. Ich habe vorher bei ihr gesehen, sie hat. Entschuldigung, also im Monitor gesehen, sie hat, glaube ich, gerade ein bisschen gelitten. Da ist, glaube ich, irgendwie etwas abgegangen in der Energie, die ziemlich massiv und stark war. Und darum, Maria ist jetzt frei. Und Maria hat vielleicht für euch gute Nachrichten. Testet es aus. Habe ich Anruf? Hier wäre Manolo. Aha, habe ich Anruf? Jawohl, ich habe, glaube ich, keinen Anruf. Wir sehen Maria. Und Maria wäre, wie gesagt, noch frei. Und wir lassen doch noch etwas frei sein. Regie, ich glaube, du kannst wieder zurück zu mir schalten. Ja, wir haben heute so ein bisschen. Kommt echt noch ein Gewitter, Regie, wo irgendwo durch. Heute sind wir da manchmal so ein bisschen in einem Gewitter drin. Aber ich hoffe, wir haben jetzt alle Sachen. Ja. Mir hört man nicht, oder ich komme nicht raus. Ich rede jetzt einfach mal eine Runde weiter. Ich denke mir, er geht zu Maria. Ich wäre nämlich auch frei und Maria ist im Moment auch frei. Und darum zwei freie Menschen, die euch sehr freie Auskunft würden gerne teilen. Auch ich freue mich natürlich auf das nächste Gespräch. Was mich sehr gefreut hat vorher, und da bin ich dieser Person so etwas von dankbar, dass ich wirklich einfach auch in einem praktischen Bereich mich beweisen konnte, wenn ich so sagen darf. Ich gehe immer von der Realität des Lebens aus. Und ich denke mir, ich habe auch gewisse Sachen in meiner Berufs- und Lebenserfahrung mir wirklich aneignen. Und Entschuldigung, mir kommt viel rein und ich spüre viel, aber ich tue das eigentlich immer quasi noch gegen. Testen. Ist das richtig, die Aussage? Stimmt das auch von mir her? Kann das jemand verhauen? Nicht, damit ich euch irgendwie irgendwelche Sachen verspreche, die einfach nicht realistisch sind. Also, wenn mir ein Mensch anruft und sagt, ich bin schon sehr, 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 sehr lang allein und in Karten lege und ich sehe einfach, das geht ganz schnell, dann frage ich hinterfragen, warum geht es ganz schnell? Hat der Mensch quasi seine Hausaufgaben gemacht? Hat er wirklich geschafft an sich? Und, oder eben nicht. Oder? Also irgendwo durch. Und das bringe ich persönlich klar ein. Keine leeren Versprechungen. Aber Entschuldigung, es gibt immer eine Lösung. Das kann ich eigentlich wirklich fast immer sagen. Und Entschuldigung, nach all diesen Jahren, wir haben kürzlich einen Zuschauer angelöst, nicht immer Entschuldigung sagen. Ich finde halt, verzeihen, sich entschuldigen, manchmal gut. Entschuldigung ist für mich manchmal genau das Synonym, für den Kunden zu sagen, ich spüre haargenau, dass es dir nicht so passt. Aber ich sage es jetzt, und das ist für mich Entschuldigung so ein bisschen wie ein Schlüsselwort. Und darum, ich werde mich bemühen, nicht zu viel Entschuldigung zu sagen. Aber Entschuldigung von Zeit zu Zeit werde ich es gleich noch machen. An diesen Menschen denke ich übrigens jetzt auch gerade, wie ich an einen anderen Menschen denke, der mir diese Woche angerufen hat. Den Menschen habe ich eigentlich versprochen, ich erwähne ihn kurz. Und letztendlich ist es einfach nicht gegangen. Ich hatte einen Anruf nach dem anderen. Und was hast du gemeint, Regie? Habe ich einen Anruf, oder? Okay. Okay, ich habe keinen Anruf. Maria hat keinen Anruf. Wir wären beide frei, hat Regie noch einmal gesagt. Aber eben, ich möchte jetzt mehr kurz auf den Menschen ich habe fast den Namen gesagt, oder von wo er kommt. Er kommt aus einem der schönsten Orte und diesem Menschen möchte ich einfach einen Engel mitgeben. Es geht hier um die Liebe und es geht ihm nicht so gut. Er steckt dort manchmal in einer Geschichte, die nicht so gut ist. Es ist eine Opsi-Nitzi-Geschichte. Und dir, lieber Mensch, möchte ich nicht einen Engel, sondern einen Baum mitgeben. Und wenn du jetzt zuhörst, dann weisst du, warum man sie dir Kastanien sehr gut ziehen kann. Es ist ein südlicher Baum. Er steht auch für Werte wie Offenheit, Mut, Freude, Lachen, Selbstvertrauen und Heiterkeit. Was ich dir möchte mitgeben, liebe Unbekannte, ist das Wort Selbstvertrauen. Vertrau auf dich, vertrau auf deine Stärke. Mach das aber nicht in einer traurigen Energie, sondern in einer Energie, die gut ist, die stimmt, die wirklich dich auch weiterbringt. Und darum, Offenheit, Mut, Freude, Lachen, Selbstvertrauen und Heiterkeit steht für den Menschen, den ich
diese Woche geredet habe. Ich glaube, es war Montag. Und bleib doch fröhlich, südlich, offen. Ganz gleich, was da mit dem Mensch geht oder eben nicht geht. Ich danke dir, dass du mir immer das Vertrauen geschenkt hast. Ich danke dir, was ich dir eigentlich, da muss ich vielleicht auch noch etwas sagen. Wir reden ja jetzt nicht zusammen, ich koste dich nichts. Ich habe dir immer gesagt, Entschuldigung, das muss ich jetzt wirklich sagen, ich habe dir immer gesagt, es geht weiter. Und irgendwo ist dort ein bisschen Problematik entstanden, weil bei dir dann immer sofort das Wort ist gekommen, es geht gut weiter. Und vielleicht habe ich dort einen Fehler gemacht. Ich habe dir immer gesagt, es wird nicht einfach eine einfache Beziehung sein. Ich habe dir immer gesagt, es ist nicht einfach etwas, das sich irgendwie plötzlich auflöst. Und darum, ich bleibe dabei. Es geht weiter. Aber gang mit einer gewissen Freude, mit einer gewissen Offenheit dieser Sache entgegen. Nicht zu viel trübe Gedanken. Und wie gesagt, Kastanien passt sehr gut für so einen südlichen Menschen wie du. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist Sommer, es ist Sommer. Darum lege ich jetzt die Kastanien weg. Freue mich auf den nächsten Anruf, denke ich mir. Freue mich wirklich. Ich glaube, wir haben jetzt alle technischen Probleme behoben. Und Maria wartet voller Spannung auf den nächsten Anruf. Ich muss vielleicht sagen, sie hockt in einem Kabäuschen. Das ist irgendwie bei gefühlten 50 Grad. Und ihr wisst ja selber, wenn wir so im Schatten, eben nicht im Schatten, mal im Schatten ist, in so einer Hitze hocken, dann brauchen wir Flüssigkeit, aber wir brauchen Energie. Also, wer geht in die Energie mit der Maria? Wer gibt ihr so eine kühle Prise eines Gesprächs? Sie würde sich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wie immer schaut sie natürlich toll frisch rein, auch wenn wirklich, also es ist wirklich heiß da drin. Glaubt mir's. Mir ist es noch so ein gut, ich habe ein bisschen unanständiges Hemd offen, bin auch schon eigentlich relativ locker gekleidet, aber ich wäre auch parat, ich wäre in einer guten, positiven Energie, ganz gleich, was jetzt als nächstes kommt. Ich habe, wie immer, ein Röseli aus unserem Garten mitgenommen. Am nächsten Anrufer, Anruferin würde ich die Rose widmen, ganz klar, virtuell. Also wer gibt mir die Rose von einem Gespräch? Auch bei diesem Wetter, wo viele von euch sicher heute in Party sind, unterwegs sind, weg sind, etc. Wer macht mit mir etwas? Wer hat die Lust, ein bisschen meiner Kipperkarte zu gümperlen? Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Sehr sogar. Und Entschuldigung, da ich im Moment keinen Anruf habe, möchte ich doch noch etwas machen. Ich hatte vorher eine Person dran, die hat sich ein bisschen geärgert, dass, ja, dass wir da nicht so gut haben. Und ich denke mir dieser Person, ich möchte mich entschuldigen, dass es da nicht gut ist gelaufen. Ich hoffe, du verstehst mich wieder gut. Darum in aller Liebe werde ich jetzt dir eine Kipperkarte ziehen. Liebe Anrufer. Und das ist wirklich liebevoll gemeint. Und ein bisschen etwas dazu sagen. Aha! Du hast eine Überraschungskarte gezogen. Und darum möchte ich dir einfach sagen, das Geld, das du gleich investiert hast, das unverhoffte Geld, das du quasi im Ärger ausgegeben hast. Ich tue nie die Leute zum Spiel motivieren. Aber kauf dir in den nächsten Tagen mal ein Löschen. Und ich lasse die Karte wirklich so stehen. Nie mit Garantieschein, sonst müsste ich nur noch Lottogewinner betreuen. Aber das unverhoffte Geld soll für dich sein, im Besten, was dir in der nächsten Zeit irgendetwas Materielles reinkommt, was dir erfreut, was dir gut tut. Wie gesagt, das wäre für die zweite unbekannte Anrüferin. Und dann noch etwas, liebe Anrüferin, und das ist für alle wichtig, einfach immer den Fernseher zurückschrauben, wenn ihr mir anruft. Sonst haben wir so eine Rückkopplung. Das tut deinen und meinen Ohren sehr weh. Und das wollen wir ja nicht. Aber wenn jetzt jemand den Fernseher abdreht und mir anruft, würde mich natürlich sehr freuen. Bei Maria ruft jemand an, dann kommt die kühle Brise. Und sie freut sich natürlich sehr. Ich warte. Wie gesagt, ich bin heute schon eigentlich auch als, wir sehen sie, sie ist hier am Arbeiten. Ich bin heute schon als Hellseher nicht hundertprozentig erstaunt, dass das ein bisschen hart ankommt. Aber ich muss ganz klar sagen, es gibt immer Menschen. Menschen, die vielleicht nicht rauskommen in dieser Hitze. Etc. Und ich habe, glaube ich, Anruf. Und ich danke von Herzen, hier ist der Manolo. Hier ist der Manolo. Guten Abend. Hallo, Manolo. Hallo. Weisst du, wer ich bin? Ich weiss, wer du weisst aber auch, ja, ich weiss, wer du bist. Ja. Schön für die lieben Wörter. Ich danke dir natürlich auch. Und kannst du noch den Fernseher zurückstellen? Vom Entschuldigung.
Entschuldigung, kannst du noch... Hast du mich gemeint, oder? Ja, natürlich habe ich dich gemeint. Hundertprozentig habe ich dich gemeint. Das fängt ja eben auch ein bisschen mit dieser Offenheit an. Das fängt ja mit deinem südländischen Temperament an. Das fängt ja mit deinem fröhlichen Wesen an. Und was glaubst du eigentlich, wie viel ich in letzter Zeit an dich gedacht habe? Ich weiss ja, es ist nicht immer einfach im Leben. Und ich habe wirklich sehr viel an dich gedacht und habe mich wirklich sehr hinterfragt. Wenn ich Arbeit mache, frage ich mich auch immer hinterfragen. Und ja, bei dir bin ich ganz, ganz schwer in Studieren gekommen diese Woche. Das kann ich, glaube ich, sagen. Bist du noch da? Bist du noch da? Ja, ich bin da. Weißt du, und darum ich hoffe ich, könnt ihr wenigstens, weißt, einfach, wenn ich ein bisschen an das erinnere, was du eigentlich bist, ein fröhlicher, lebensfroher Mensch mit viel Temperament, mit viel Herz, mit viel Seele. Und weißt du, kein Mensch auf der Welt hat das Recht, dir das zu nehmen. Kein Mensch hat auf dieser Welt das Recht, dir das zu nehmen. Das ist für mich wichtig, ja. Das wollte ich sagen. Aber das kommt schon gut, wie hast du gesehen? Ich habe nicht gesagt, das kommt nicht gut. Entschuldigung. Nein, ich sage nicht von dir, ich sage es von mir. Ich weiss, dass das gut kommt, weil du halt einfach das, was in dir innen steckt, in diesen Werten, ist gut. Das ist ein harter Scheiß. Lach ihn weiter an. Weißt du? Einfach in einer gewissen Fröhlichkeit, in einer gewissen Offenheit. Und ja, nicht irgendwie dran kaputt gehen, gell? Hey, wollen wir noch etwas machen zusammen? Hast du noch Lust? Wollen wir noch... Ja, soll mal Karten legen, dann sehe ich sie jetzt. Sehr gut, sehr gut. Also, wir müssen ja da kennen, nehmen auch gar nichts. Soll ich mit ihm oder mit dir anfangen? Mit beiden? Weißt du, ich lege ja zuerst vier Karten legen für einen von euch zwei. Und du kannst entscheiden, wen soll ich zuerst legen, dir oder ihn? Du hast beide. Also, ich lege zuerst dir, weil du bist meine weibliche Hauptperson. Der lange Weg, das heisst, ja, das geht schon lang, das wissen wir beide. Geschenkkarte, das ist die Karte, ob vielleicht die Momente ein bisschen drinsteckt, auch Verletztheit. Und weißt du, auch manchmal, wenn du sagst, hey, warum habe ich mir das müssen? Oder warum habe ich die Geschichte? Warum läuft sie einfach und super etc.? Hier oben der gute Herr steht für zwei Sachen. Das steht irgendwie für den Zweifel, der drin ist. Aber es steht eigentlich auch für das Gute, dass du gut unterstützt wirst. Auch von oben. Und auch von vielen positiven Gedanken. Was drin ist, der Abschluss, der ist auch bei dir. Im Prinzip, wir möchten abschließen und es geht immer weiter und weiter. Jetzt bin ich gespannt auf diesen Monsieur. Der hat, ich sage jetzt nicht, ob du etwas von ihm gehört hast, aber der ist im Moment ziemlich im Masu. Das heisst, schau, er hat irgendwie unsichere Verhältnisse. Das ist ganz klar, er fühlt sich unsicher und bei ihm geht es halt auch viel um Geld. Viel Geld gewinnen, oder? Das heisst, man hat Geld oder man hat kein Geld, bei ihm ist er kein Geld. Auf dem Weg hat er den Ärger, es geht ihm nicht gut, er leidet. Er leidet vielleicht auch wegen dir, wenn ich das so sagen darf. Also irgendwo durch, es sind schon Karten von Auseinandersetzung etc. Mhm. Oben dran bleibt es unruhig bei einer Reisekarte. Und Giulio, wäre es nicht möglich, dass du den Fernseher zurückstellen könntest? Weißt du, es schlägt immer so nach. Wäre das möglich? Also, ich verfahre einfach weiter, vielleicht einfach dann noch. Jetzt gegen vorne, bist du wieder da mit der Kastanie, die ich vorhin gesagt habe. Das ist, du weisst, was richtig ist. Du hast vorhin die Gewissheit mir gegeben, gute Dame. In dir innen spürst du richtig, du kannst dich auf das verlassen. Die zweite Karte, die ich habe, ist Kommunikation. Wenn du bis jetzt die Woche noch keine Nachricht hast, dir werden sehr schnell wieder in Kommunikation kommen. Also das Gespräch ist drin, also die kommt sofort. Also, und ich weiss auch von welcher Richtung was es kommt, nämlich von Sire, wenn ich es ganz klar sagen kann. Und nachher habe ich als Drittes habe ich so etwas drin, er bleibt erhalten, das habe ich schon oben teich beim guten Herr. Er bleibt wirklich erhalten, es ist alles andere als fertig, er ist da sofort drin. Und
Entschuldigung, die Glückskarte, die ich hier habe, das ist genau das Thema. Im Moment sind die Karten sehr genau. Und das ist genau das Thema. Auf der einen Seite ist er dein Glück. Und manchmal musst du aber aufpassen, dass du nicht quasi sagst, wenn ich das Glück nicht habe, bin ich im grossen Unglück drin. Meine Prognose ist für die nächste Zeit Kontakt. Spätestens, wenn er da seinen Ärger überwunden hat, den er im Moment hat. Und nachher ist es halt einfach von dir her so ein bisschen die Frage, du weißt ja, wie es mit dem Glück ist. Das Glück gümpert von einem davon, wenn man ihm hinten nachher geht, oder? Und wenn ich es gerade vorne anschaue, die Hauskarte, die Handlungskarte, ja, das geht weiter. Das geht ganz klar weiter, das geht ganz klar weiter. Es löst sich nicht auf. Die Karten sagen in der Hinsicht manchmal im Moment so etwas Ähnliches. Es ist auch zu warten drin, was man wartet, dass man manchmal ungeduldig ist, aber manchmal auch mit Recht ungeduldig ist. Es ist aber auch drin, das, was du mir alle sagst, wir können so gut zusammen lachen, wir können so gut zusammen Energie und Spass haben, das ist gerade vorher auch drin. In Handlungskarten möchte ich nur gratulieren, du hast in letzter Zeit wirklich, nicht mehr das Passive drin, du holst schon manchmal auf den Tisch. Und der Hauskarte drin möchte ich sagen, du wirst den an unserem neuen Domizil lernen kennen. Ihr werdet weiter zusammen Zeit verbringen. Also es geht wirklich weiter. Komm, da bitte. Zwei Fragen kann ich nicht beantworten, da stehe ich dazu. Die eine ist, wann ist der Abschluss, wann schließt es sich ab? Du drehst das hier innen im Todesfall. Und die zweite Frage... Wann ist jetzt der Abschluss? Weißt du, der Abschluss wäre, wenn ihr zusammen quasi würdet, offizielle Beziehung führen. Weißt du, quasi. Ja, weißt du, wenn ich in Pension gehe, wenn ich ins Rente gehe? Nein, es ist schon vorher klar. Und die zweite Frage sehe ich hier auch nicht drin, aber über die möchte ich nicht reden. Aber wenn du ein bisschen mehr denkst, weißt du, um was es geht. Gell? Du weißt, was ich meine, oder? Schon, oder? Ja, ja. Okay, da sind wir uns da klar, oder? Aber los jetzt, es ist jetzt wirklich, ich möchte gleich ein bisschen, weißt du, kommst du mir ja heute auch irgendwo in eine gute Energie durch. Dir hat auch die Sonne, die jetzt da ist, hat dir, glaube ich, wirklich sehr gut da. Und die Energie, die du dort drin hast, eben die gute Energie, die schlägt sich sofort auf die Karte nieder. Was wirklich drin ist, die trüben Gedanken, die sind wieder ein bisschen weg. Die Blockade ist wieder ein bisschen weg. Die Verletzlichkeit ist schon drin, oder? Aber du bist vielleicht verletzt, während er, jetzt rede ich gerade Berndeutsch, er hat mega viel Lampen am Hals. Entschuldigung. Ich glaube, er ist auch verletzt. Das ist das Zehnte. Er hat, aber gleichzeitig, weißt du, letztes Mal, wo wir über Kommunikation geredet haben, das war ja so ein bisschen aggressive Kommunikation von ihm her. Und er ist in dieser aggressiven Stimmung drin. Er ist ja sehr unruhig, auch bei Reisekarten. Das ist ein ewiges Hin und Her. Nicht nur mit dir, sondern mit allem, was dort dahinter ist. Und dort sehe ich also im Moment kein Ende in Sicht. Das muss er ganz, ganz offen, ehrlich sagen. Er ist nicht sicher anfangen. Dann weiss ich nicht, was da war. Entschuldigung, das kann es geben. Ist übrigens eine Stammkundin von mir. Ich denke nicht, dass das etwas Negatives war. Wir haben einfach heute ein bisschen Unruhe drin. Ich hoffe, sie hören mir gleich noch zu. Generell möchte ich vielleicht noch etwas sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Um Himmels Gottes Willen, stell bitte, bitte oben den Fernseher leise, wenn ihr mir anruft. Es ist ein enormer Stress, so von der Konzentration her. Und Entschuldigung, auch die Zuschauer haben natürlich viel weniger davon, wenn da die ganze Zeit der Manolo, ich meine, ich bin ja ein Berner, aber meine Stimme jedes Mal 10 Sekunden länger soll kommen, soll nicht sein. Aber ich wollte ihr noch wirklich sagen, er hat wirklich ein klares Bild, dass er im Moment viel Ärger im Haus hat. Und dass das bei ihm nicht aufhört. Und das ist ein bisschen das Problem. Der Mensch hat viel Ärger im Haus. Und Entschuldigung, die letzte Karte, die ich vielleicht noch zeigen wollte, ich hoffe, Sie können jetzt zuschauen, ist da der gute Ausgang in der Liebe, der drauf ist. Und da drauf, das heisst, der Mensch trägt die Liebe schon an sich. Aber vor lauter Lebensproblemen, die er hat, vor lauter Herausforderungen, die er im Leben hat. Okay? Hier ist der Manolo. Hallo. Sieht nicht schlecht aus. Hallo, hier ist der Manolo. Hallo. Hier ist der Manolo, hallo. Manolo, ja, hallo. Bist du noch ein... Hier ist Marta, hallo. Hallo Marta. Kannst du bitte den Fernseher zurückstellen? Hier ist Marta, Kannst du den Fernseher zurückstellen, Marta? Ich bin gerade dran. Danke. Oh, merci. Hallo ja, Marta. Ich habe ihn zurückgestellt. Super, merci vielmals. Was darf ich für dich machen?
höre nichts. Hörst du mich, Martha? Was darf ich für dich machen? Martha, was darf ich für dich machen? Hörst du mich jetzt? Sonst kann ich noch ein bisschen lauter reden. Hörst du mich jetzt? Ja, es ist einfach leise. Aber ich gebe mir alle Mühe, jetzt Martha. Jetzt ist gut. Super, Martha, ich danke dir von Herzen. Was darf ich für dich machen? Wir haben auch schon geredet, aber an einem anderen Ort. Mhm. Aber die Stimme kommt mir schon bekannt. Die Stimme kenne ich. Nur beim Shiva? Das kann gut sein. Das kann sehr gut sein. Deine Stimme kommt mir sehr bekannt. Aber was kann ich für dich im Hier und Jetzt heute machen? Ja. Nein, es ist ja so, ich möchte wissen. Es ist einfach riesig. Martha, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, also ich verstehe dich gut. Also ich möchte wissen, wie es aussieht das Jahr, ob ich da. Ich möchte wissen, wie es aussieht das Jahr, ob ich weggegangen aus der Schweiz. Mhm. Dürfte ich von dir noch irgendwie so ein Sternzeichen und einen Jahrgang haben? Ein Widder? Ein Widder setzen sich immer durch. Und vom Jahrgang her, wenn ich fragen darf. Vom Jahrgang her, wenn ich fragen darf. 42. Danke vielmals. Also, Martha. Schau jetzt, die erste Karte, das könnte auch eine materielle Frage sein, wo du weggehst. Es sei denn, du möchtest wegen einer männlichen Hauptperson weggehen. Hat es nichts mit der Liebe zu tun, was du weggehen willst? Wegen der Liebe. Liebschaft. Okay. Liebschaft, gell? Ja. Du schaust an den her. Im Moment, und das finde ich richtig, bist du dort ein bisschen, im Moment stockt es ein bisschen in der traurigen Nachricht. Und nachher oben dran, die kommen nicht. Es geht weiter. Also es ist ja so, die Gedankenkarte ist auch drin. Du bringst es auch für dich auf die Reihe. Und wenn ich jetzt die Liebschaft einfach noch drauflege, der ist irgendwie im Moment noch blockiert. Aber der ist frei, gell? Der hat keine Frau oder Partner. Nein. Also oben weibliche Hauptperson. Und hier so ein bisschen, das passt auch sehr gut. Gute Dame, auf guter Herr. Also wenn ich jetzt, ich glaube, es ist wirklich so, du gehst. Nur bei etwas bin ich nicht ganz sicher, ob es in diesem Jahr schon der Zeitpunkt da ist. Also wegen dem Gehen bin ich ganz sicher, was da geht. Weil da zieht sich etwas an. Das ist enorm stark, auch im reichen Mädchen. Es ist auch drin, was du dort deinem Glück, deiner Lebensfreude und deiner Energie nachgehen willst. Es ist eben auch, verstehst du, es ist finanzielle. Wenn es finanziell in die Ordnung kommt, was ich erwarte, in der nächsten Zeit, dann ist das möglich, dass ich dann am November runtergehe auf Indien. Also wegen dem Finanziellen her, sehe ich die Ordnung, sehe ich sehr gut. Die materielle Karte, die du daher schaust, ist auch gut. Das Einzige, wo ich ein bisschen in einer Unsicherheit bin, ist, wird es November oder wird es... Hallo, ich kenne dich. Also das Einzige, hörst du mich? Verstehst du mich? Ja, fast nicht. Das also, ich gebe mir alle Mühe. Ich muss ehrlich gesagt sagen, geht es jetzt besser? Geht es besser? Jetzt ist besser, also, geht es besser? Ich habe jetzt hier ein bisschen geschränzt und geschrissen. Also, wenn du mich jetzt gut verstehst, das Einzige, was ich noch sehe, ist eventuell, es könnte eine gewisse Verzögerung drin sein. Also, ich bin nicht 100. Also, der November, wenn du dich entscheidest, November ist natürlich gut, das Materielle kommt in die Ordnung. Und weißt du was? Ihr werdet euch in die Arme schliessen. Es wird vielleicht... Ja, das ist auf alle Fälle, aber es ist eben so, ich erwarte etwas dieses Jahr. Aber ich weiss nicht, ob das in den nächsten Wochen kommt, oder? Das, was ich erwarte, das Geld. Ist es aber nicht eine Lotterie? Damit ich nachher gehen kann. Aber es ist nicht eine Lotterie oder ein Spiel? Oder so. Es ist eine Lotterie und es ist auch noch etwas anderes, was ich nicht sagen kann am Telefon. Muss man auch nicht. Also, es ist einfach jemand, der geht, für immer. Okay, schau, es ist einfach so. Das ist genau dort, wo ich vielleicht die Verzögerung sehe. Und sonst, Entschuldigung, ich mache nie eine Prognose in dieser Richtung, aber ich habe dich schon verstanden. Ich sage einfach die Karte. Hier haben wir eine traurige Nachricht. Ich habe nicht gut gesehen, ich verstehe es fast nicht. Das ist eine schlechte Verbindung. Jawohl. Also ich gebe mir wirklich alle Mühe. Ich schreie mir fast die Zähne aus dem Luft, aus dem Zeug raus. Ich weiss, was ihr für einen Sender habt. Das ist einfach schlecht eingestellt. Also. Ich habe jetzt den Fernseher zurückgestellt, aber ich höre dich fast nicht, Manolo. Also, ich gebe mir alle Mühe. Also ich sage, ich hoffe, du verstehst mich. Ich mag es schon fast. Schau, es ist einfach so. Es ist so, du hast das reiche Mädchen drinnen, gegen vorne. Ist sehr gut. Du hast die Möglichkeit, das zu machen. Du hast jede traurige Nachricht. Es kann eine gewisse Zeitverzögerung drin sein, aber allerhöchstens ein halbes Jahr.
Auri, bist du nicht im Hintergrund? Kann man dich nicht im Hintergrund anrufen? Du kannst mir heute Abend schon im Hintergrund anrufen. Wie? Du kannst mir heute Abend schon im Hintergrund anrufen. Ja, ich kann so nicht. Ich kann nicht reden. So, ich verstehe dich. Nicht. Ich verstehe dich. Ich bin heute zwischen 8 und 8:30 bin ich wieder eingeloggt und morgen den ganzen Tag. Auf der gleichen Nummer? Auf der gleichen Nummer, jawohl. Auf der gleichen Nummer, die ich jetzt angerufen habe? Jawohl, und dann bin ich im Hintergrund und dann müssen wir uns auch nicht so anmögen. Ja. Gut. Geht das? Können wir so machen? Ja, das machen wir. Tut mir total leid, ich bin auch hilflos. Aber es sieht nicht schlecht aus wegen dem, Martha. Aber weißt du, Manuel, es sind ganz wichtige Sachen, die ich im Hintergrund fragen muss, die ich hier nicht in der Öffentlichkeit bringen kann. Frag mich heute Abend im Hintergrund. Wenn noch, vom 8. Jahr? 8:30 8:30 bin ich erreichbar bis zur Nacht um 10 Uhr und morgen ab 8:30 den ganzen Tag. Das ist gut. Ist die Verbindung besser? Ja, viel besser. Viel besser. Also gut, dann mache ich das so. Dann rufe ich dir nach der Nacht den Anrufen am Abend. Ich danke dir von Herzen. Und, danke auch, Manolo. Merci vielmals. Tschüss. Tschüss. Ciao. Herzlichsten Dank. Ja, das ist jetzt natürlich Regie. Was tut ihr mir an? Das tut mir ja so leid. Ich möge mir die Seele aus dem Leib. Ich weiss nicht, ob die Menschen mich nicht verstehen. Ich möchte bei aller Liebe bleiben. Wir haben es heute vor Liebe gehabt, aber liebe Macher von diesen Leitungen. Langsam komme ich so ein bisschen in eine negative Energie rein, weil es muss einfach funktionieren. Wir haben es heute auch schon gehabt. Wenn man irgendwie an einen Ort hergeht, dann möchte man doch entsprechend auch bedient werden. Und darum, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass wir Anrufer verstehen mich besser. Hier ist der Manolo. Guten Abend, wohl. Guten Abend, Manolo. Verstehst du mich gut? Ein bisschen leise, aber ich verstehe dich, wenn ich mich konzentriere. Oh, du bist so ein lieber Mensch. Aber ich sage dir also, ich möge. Ich schreie. Ich bin doch schon ein ruhiger Typ. Und jetzt muss ich so mögen und schreien. Und ich hoffe, ich schreie nicht dich an. So einen lieben Mensch wie dich würde ich nie anschreien. Sondern ich rede hier im Prinzip einfach wahnsinnig laut. Und wenn du mich ein bisschen verstehst, ist gut. Also ich verstehe dich schon. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Was darf ich machen für dich in meiner Situation? Ich habe auch an dich etwa das Wochenende dürfen, müssen, können denken. Und ich hoffe, du seist einigermaßen im Schuss, wie es heisst. Ja. Gut. Und ich hätte gerne Engelskarten. Der erste Engel, den ich ziehe, bist du selber. Selbstverständlich, Entschuldigung. Wenn wir jetzt noch jetzt sollte es einen Engel der Stille geben oder der Lauterkeit oder sonst irgendetwas. Ja. Also wir schauen mal wirklich, wie das so ist. Und irgendwo durch schauen wir das. Und du sagst einfach stoppen, die Pop. Stopp. Der Engel. Weißt du, du hast ja eine Eigenschaft, die bei dir ganz, ganz extrem ist. Bei dir könnte man immer meinen, ich habe nur eine Karte in den Hängen. Nur zum Belegen, sind alle Engel sind da. Weißt du, wie ich meine? Aber bei dir könnte man immer meinen, du hast nur eine Karte im Hang. Und das ist ehrlich gesagt, der Traumengel, den haben wir schon ein paar Mal gehabt. Gell? Ja. Und ich denke mir, der Traumengel steht dafür, du hast nächste Woche eine entscheidende Woche. Wirklich ganz entscheidende Woche, wo ganz viele Sachen entscheidend sind. Wir Menschen haben vielfach das Problem, wenn wir von einem Entscheid stehen, was wir dann, wie soll ich sagen, ich kenne das auch, wir kommen auch so in der Energie vor Unruhe. Und wir haben irgendwie das Gefühl, obwohl wir wissen, dann und dann ist die Entscheidung, es ist alles gemacht, haben wir vielfach, wir Menschen, das Gefühl, wir müssen das auch im Momentum geklärt haben. Und ich möchte dir einfach den Traumhängel möchte ich dir mitgeben. Das ist übrigens ein stiller Hängel. Möchte ich dir einfach mitgeben, er steht von den Werten, steht der Traumengel. Und er steht für Zeit, Ausruhen, Vertrauen, Harmonie. Also das eine, oder möchte ich mitgeben, ist wirklich, dass du dich gleich, ich hoffe, schalte ich dann auch, dass du dich gleich
bei allen Entscheidungen auf dich zukommen, die wirklich sehr wichtig sind. Nächste Woche geht es bei dir wirklich nicht um die Wurst, aber im Minimum um einen Chipolata geht es. Also es ist wirklich so, nächste Woche ist bei dir eine wichtige Woche, dass du dir gleich die andere Energie, die vom Ausruhen, die vom Entspannen, die vom Zurücklehnen mitnimmst. Das heisst also irgendwo durch, dass du den Ausgleich findest. Ich möchte noch etwas generell sagen. Wir Menschen haben immer meine Träume. Du auch. Wir haben Träume, wir haben Emotionen. Oder? Wir träumen von Sachen, wir haben Wünsche. Die einen träumen vom Liebesglück, die anderen vom Lotto. Und du träumst an die Ruhe her, ausruhen, an die Ruhe, damit sich etwas abschließt. Dort sind Schwierigkeiten auftreten, die wirklich nicht einfach sind. Und der Traumengel steht in diesem Begriff träumen. Träum ruhig weiter deinen Traum. Und glaub an deinen Traum. Weil die Energie, die ich als so wichtig empfinde, die Energie, die kann dir wirklich niemand nehmen. Es ist also ganz, ganz wichtig, dass die Energie wirklich weiter träumst, die Energie wirklich weiter lebst. Vergiss, never forget your dreams. Vergiss nicht deine Träume. Glaube an deine Träume. Und Entschuldigung, es hat mal ganz gescheit am Mann gesagt, der Glaube kann Berge versetzen. Und ja. Du hast hier höchstens einen Hügel wie der Zürichberg. Und das schaffen wir. Das ist nicht der Himalaya. Aber die Energie von deinen Träumen, wo genau musst wissen, um was es geht, die hilft dir, die Sache zu überwinden. Und was ich jetzt ganz gerne noch hätte wollen, liebe Regie, können wir da noch den Engel, der Maria, zeigen. Maria, nicht der Maria. No. Einfach hier auf die Karte zeigen. Das wäre sehr nett. Danke vielmals. Und der Traumengel, der ist nur für dich ganz allein. Nur für dich. Wirklich nur für dich. Ja. Und ich möchte dir einfach ganz viele schöne Träume mitgeben. Und weisst du was? Und dort lege ich meine ganze Energie drauf. Und wirklich aus vollstem Herzen. Weil es gibt wirklich Menschen, das geht über das Gönnen raus von meiner Seite. Dann geht es auf das Wollen raus. Möge deine Träume in Erfüllung gehen. Und der Engel, der soll stellvertretend für das stehen. Auch für den Support vor der geistigen Welt. Das wollte ich noch sagen. Danke. Ich danke dir von Herzen. Einen guten Rest von der Sendung. Ja, ich werde auch einfach Kister haben irgendwo durch. Also ich bin da, aber ich hoffe, kannst du jetzt bestätigen, hast du mich jetzt einigermaßen verstanden? Du, es hat jetzt, also du hast jetzt die, ist jetzt Lüter zwischen, ich weiß nicht, ob es mit dem Mikrofon ist, weil du da angesteckt hast am Hemmliskragen, je nachdem, wie du dich bewegst, dass es vielleicht so ich weiß es auch nicht. Wie soll ich sagen? Ist es so besser, wenn ich es so mache? Ist es besser? Weißt, dann kann ich in Zukunft so moderieren. Versteht man mich so besser? Verstehst du mich? Ja, nein, es ist nicht besser. Es ist nicht so. Jetzt kann ich nicht anfangen, das Hemmli abziehen. Also nein. Ich denke mir. Du weißt ja, das redet nicht vom Mund her, das redet vom Hals her. Also weißt du, wie ich meine? Irgendwie ist das Mikrofon schlecht auf meinen Hals gerichtet. Also eins verspricht er, ich werde in aller Liebe werde ich das kommunizieren, Endsendung, was das nicht mehr vorkommt. Das ist also mein Versprechen. Aber jetzt ist es recht gut gegangen. Es hat einfach zwischen mal ist so Aussetzer gewesen, aber ein, zwei, aber es ist jetzt gut gegangen. Jetzt habe ich ganz gut verstanden. Ich danke dir von Herzen. Und noch eines, ich wünsche dir ganz einen traumhaft schönen Abend. Und danke, Entschuldigung, du bist wirklich einer der wertvollsten Menschen, die ich in meinem Leben lernen kennen. Hab ganz eine gute Zeit. Gleichfalls. Danke vielmals. Gute schönen Heimreise. Abend. Merci vielmals. Gut. Tschüss, Ashton. Merci vielmals. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt immer eine Lösung, sage ich auch so schön. Wie die Lösung heute wird bestehen, weiss ich noch nicht. Aber eins ist für mich vollständig, hundertprozentig klar. Ich werde alles daran setzen, dass das nicht mehr vorkommt. Ich möchte mich wieder voranrufen, möchte mich wirklich entschuldigen, was da war. Auch meinem Kastanienbäumchen, ich weiss nicht, ob sie mich nicht mehr verstanden hat. Natürlich ist es so wichtig, ihr habt es jetzt vielleicht gesehen, der Fernseher bitte, bitte immer abstellen. Da ist der Manolo
Guten Abend wohl. Hallo, hier ist der Manolo. Guten Abend. Ja, guten Abend, Manolo. Die Sonne geht auf. Verstehst du mich? Hörst du mich? Ja, im Moment ja. Okay, ich danke dir von Herzen. Und was darf ich für dich machen? Lass, ich hätte auch gerne einen Engel. Mhm. Also hier eigentlich im Prinzip völlig unnötig. Du bist ja einer. Aber wir geben dir noch einen zusätzlich auf den Weg. Und wie immer, du sagst, du gibst die Spielregeln durch. Du sagst, was für dich gut ist. Und sagst Stopp. Mhm. Stopp. Eindeutig, der da hier, den lassen wir nicht mehr los. Es ist, wie soll ich das gerade so formulieren? Es geht eigentlich um ein Thema, das wichtig ist. Und zwar geht es darum, ich habe drei Worte beim Kristallengel gezogen. Der Kristallengel ist ja die Energie auch von Anziehungskraft. Das heisst also irgendwo durch einen Engel, der dir hilft, der dich unterstützt, damit man selber gegen seine Mitmenschen, gegenüber seinen Aufgaben, seinem Umfeld kann leuchten. Was mir ganz wichtig ist, das steht hier Lebensenergie, Klarheit, mhm. Verantwortung. Und ich denke mir, das Thema, das hier bei dir jetzt ist, ist Verantwortung. Das möchte ich ganz stark akzentuieren, und zwar so ein bisschen auf zwei Bereiche. Auf der einen Seite stehst du in ganz vielen Orten, Sachen, in Verantwortung. Du hast ja dort auch ganz etwas Verantwortungsvolles übernommen. Auch wenn das nicht etwas ist, wo man gegen die Stempeluhr einwerfen und wo man jeden Tag geht. Es ist etwas sehr, sehr Verantwortungsvolles, was du dort hast übernommen. Und ich wollte einfach nur sagen, du nimmst dort deine Verantwortung hervorragendst wahr. Jetzt möchte ich es aber noch von der zweiten Seite her anschauen. Es gibt gewisse Gebiete, wo du ihr hergetragen werden von deiner Aussenwelt, wo du dich manchmal fragst, muss ich mich da mehr in die Verantwortung begeben, muss ich mich dort mehr in die Energie von dieser Verantwortung geben. Und der Kristallengel steht ganz klar im Prinzip für das Konträr. Er steht dafür, dass die geistige Welt manchmal Verantwortbarkeiten gegenüber unserem Umfeld, unseren Mitmenschen übernimmt und man ohne schlechtes Gewissen wirklich einfach die Sache kann übergeben. Und das steht so ein für die zwei Lebensthemen, also für das Lebensthema von dir, wo gehe ich in die Energie von Verantwortung und bewirke etwas und wo lasse ich es einfach lieber sein, weil ich im Prinzip eigentlich das nicht meine Arbeit ist, nicht mein Job ist, sondern das übergibt man eben gegen oben, das übergibt man gegenüber der geistigen Welt. Und das sind die zwei Sachen, die, die Verantwortung ausdrücken. Wegen Lebensenergie und Klarheit. Hey, ich kann nur sagen, ich habe das Gefühl, die inneren Treibstofftank. Dir geht es nicht schlecht im Moment, gell? Ja, ich muss sagen. Gestern hatte ich einen kleinen Absturz gehabt, aber ich bin selber schuld. Also im Sinn von Moral. Weißt du, es war sehr heiß mhm. und ich habe feine Glas gegessen. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber wie soll ich das sagen? Ich denke mir, wir haben ja hier noch das Thema Verantwortung wiederum. Ich denke mir, manchmal machen wir nicht Dummheiten, das ist falsch, Sünden. Manchmal machen wir gewisse Sünden, aber solange wir dort in dieser Verantwortung sind und quasi auch die Verantwortung übernehmen und vielleicht auch Klarheit überkommen, dass es halt vielleicht ein bisschen zu viel war und so, dann machen wir es halt das nächste Mal einfach besser. Ja. Und, ist ja nichts Schlimmes, ist ja nichts Tragisches. Ja, weil du eben genug Lebensenergie hast. Also irgendwie, du kannst das wegstecken, weil bei dir doch irgendwie der Tank schon ein bisschen gefüllt ist mit Licht, Sonne, positiver Energie. Und darum wage ich zu behaupten, das war nicht ein Absturz. Das ist, wie soll ich sagen, es ist eine kleine Sünde,
Anführungs-Schlusszeichen ist das gewesen, wo du vielleicht dann auch einen gewissen Preis hast dürfen müssen zahlen. Und ich bin nicht einmal in dem sicher. Es kann ja auch sein, dass vom Produkt her etwas war, ich weiss es nicht. Also in dieser Hinsicht wage ich einfach zu behaupten, hey, ich hoffe, ich sage auf die nächsten 100 Sünden. Ich meine, der Kristallengel, ich meine, wenn wir das ist den Kristall vorstellen, da kommt manchmal schon ein Hammer auf den zu und versucht ihn zu verjagen. Wenn es aber ein echter ist, dann kannst du hämmern, dann können sie hämmern und machen und tun. Das spielt gar keine Rolle. Es ist so etwas hart, der Kern ist so stark, da passiert überhaupt nichts. Gar nichts. Und in dieser Hinsicht denke ich mir, das war wirklich nur ein Abstürzchen. Da längt der Zürichberg nicht mehr. Das war ein 3-Meter-Mäuerchen, wo aber noch ein Meter irgendwie etwas ist entgegengekommen. Nichts Schlimmes. Aber das andere Thema, das hat mich wirklich wichtig gedacht, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, diese Frage vor Verantwortung und eben die Frage, wo gehe ich in die Verantwortung, wo ist es gut? Und eben, du bist ein sehr spiritueller Mensch. Wo kann ich übergeben? Wo kann ich wirklich einfach, weißt, darf, besser gesagt, so muss ich machen und sagen, schau dir mal eine Runde und dann kommt es gut. Mhm. Können wir so stehen lassen, das ist gut. Ja. Darf ich dir auch noch spontan und ganz virtuell stellvertretend für alle lieben, guten Menschen, die ich immer wieder begegnen darf, der Gedanke, der hinter dieser Rose steckt, überschicken. Also das Blümchen wäre heute auch für dich. Und ich möchte vielen Dank mit ganz vielen Blumen und Liebe möchte ich dir übergeben, weil du bist ein ganz toller Mensch. Du bist da hin. Das habe ich wollen. Ich tue dir einmal eine Vase schicken, die ich selber gemacht habe. Und wo extra auch für einzelne so schöne, wunderschöne Rosen gemacht sind. Eine Frau, ein Wort, sehr gut. Danke. Jawohl. Danke. Was eben das Problem ist bei mir, ich bin ein furchtbarer Mensch. Ich habe schon drei im Studio liegen. Ich vergesse die Keiben immer, ehrlich gesagt. Und darum bin ich sehr dankbar. Deine wird ich nicht vergessen. Die ist hier. Ah, die ist schön. Und selber. Machst du die noch gut von dieser Brüte? Danke. Selber gemacht, wie soll ich das sagen? Selber graben, selber gepflanzt, selber düngt, selber gehackt und gepflegt. Aber sie ist wirklich ganz wirklich speziell für dich heute. Ich habe einfach irgendwie das Gefühl, die Farbe und alles, das passt. Das ist wunderschön, das passt. Ja. Und darum, es ist nur eine Blüte. Aber das macht nichts, du. Das ist eine wunderschöne Blüte. Danke dir von Herzen. Und das wollte ich dir einfach noch so ein bisschen zusätzlich überreichen. Und merci vielmals auch immer für die wirklich wohlwollende Unterstützung. Selbst wenn manchmal der Ton etwas schlecht ist oder wenn das Wetter draußen etwas komisch ist. Also bei mir war er jetzt gut gewesen. Super. Mhm. Aber weißt du, was noch erstaunlich ist? Hast du jetzt den Fernseher voll abgestellt? Jetzt muss ich schauen, ob er drinnen ist. Ja, ja, ja. Nein, du, der ist oben gewesen. Heute ist er. Jetzt ist er da. Heute ist das irgendwie, wie soll ich sagen, liegt das am Wetter oder so? Ich danke dir von Herzen. Und eben lassen wir das Technische sein, lassen wir 1000 Blumen sprechen oder auch nur eine. Mein lieber Kristall, da gibt es nicht mehr viel zu schleifen. Das ist gut so, wie es ist. Und einfach dir wirklich von Herzen ganz schöne, gute Zeit. Das wünsche ich dir auch. Merci, vielmals. Noch viele gute Gespräche. Danke vielmals. Ciao Manolo, ciao. Tschüss, danke dir. Merci vielmals. Die Blume ist mir jetzt gerade ein bisschen spontan in den Sinn gekommen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ein bisschen eine anstrengende Sache. Auch für euch, es tut mir leid. Entschuldigung, ich bin ein bisschen ins Gümperl, aber bin ins Tänzerl gekommen. Aber wenn natürlich jeder sagt, der Ton sei nicht gut und so, mit der Zeit. Oder könnt ihr euch etwa vorstellen, wie das so ist? Also ich möchte mich entschuldigen, ich möchte mich wirklich entschuldigen bei euch allen. Ich möchte keinen von euch mit Tonstörungen langweilen. Was Maria betrifft, die könnt ihr vielleicht mal einblenden. Wo Maria ist eigentlich mehr oder weniger jetzt immer besetzt gewesen. Was ich vielleicht noch zu Maria möchte sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das SMS von ihr ist ganz bewusst eingeblendet. Maria ist
noch in anderen Bereichen tätig. Sehr schönen Bereichen, musischen Bereichen. Sie hat viel mit Menschen zu tun. Und die Menschen, Entschuldigung, brauchen sie auch. Aber das führt dazu, dass Maria nicht immer erreichbar ist. Und ich möchte euch wirklich von Herzen bitten. Ich weiss, wir leben hier in einem Gewerbe. Ihr könnt 150 Orten anrufen. Ich weiss das einfach. Und ich denke mir gleich, ich möchte manchmal jemanden von euch bitten, tut doch ihr eine Nachricht hinterlassen. Ihr könnt es. Oder noch viel besser, lasst ihr ein SMS durch. Oder versucht es eher so ein bisschen tendenziell in den Abendstunden. Und Maria, wenn ihr sie braucht, wird euch antworten. Ich weiss, es ist ein bisschen unkonventionell. Keine Linie führen. Ich will euch nicht ihre hundertprozentige Verfügbarkeit anstehen. Ich will das nicht und ich werde das auch nie. Und darum muss ich ganz klar sagen, einer Maria manchmal eine faire zweite, dritte Chance geben, wäre wirklich nicht schlecht. Weil sie ist wirklich manchmal der Wert, zu warten. Und darum, bitte, 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 gleich das ein bisschen berücksichtigen. Maria ist die ganze Woche auch wieder für euch verfügbar, erreichbar. Und Entschuldigung, ich merke es doch an dem Feedback. Ich merke es doch einfach, wie die Menschen auf sie zukommen. Das ist wunderbar. Hier ist der Manolo. Guten Abend wohl. Regie, Regie, wir werden... Regie, wir brauchen heute ganz, ganz viel Liebe. Und das gebe ich dir natürlich auch. Ich weiss, du machst wirklich deine Arbeit gut. Aber heute war es also nicht ganz unanstrengend, die Arbeit. Nicht wegen der Hitze oder sonst irgendetwas. Nicht wegen euch, liebe Anruferinnen und Anrufer. Sondern eben so etwas, wie das läuft, wie das tut, wie das geht. Aber ich habe noch eine halbe Stunde. Und ich denke mir wirklich, die halbe Stunde noch etwas nutzen wäre natürlich schön. Wie immer werde ich so um 10 vor, eigentlich haben wir nur noch 20 Minuten, werde ich aussteigen. Ich möchte noch ein paar Worte sagen. Und vorher wäre ich natürlich so gerne da für euch irgendwie etwas zu machen, euch etwas zu zeigen, etc. Also wirklich, ich hoffe schwer, es geht noch etwas, es läutet mir noch jemand an. Ich habe heute meine Bedenklichkeiten gehabt, aber ich muss sagen, in den Bedenklichkeiten bin ich vielleicht recht gewesen, aber nicht im Warum der Bedenklichkeiten. Ich hatte tolle Anruferinnen, tolle Menschen, die ich sehr, sehr, sehr schätze, wertschätze. Ihr seid wirklich ein tolles Publikum, tolle Zuschauer. Ihr gebt mir immer enorm viel Power, die Arbeit weiterzuführen, immer wieder weiterzugehen und mich dort vielleicht wiederholen. Aber ihr seid wirklich meine Antriebsfedern. Natürlich ermöglicht ihr mir auch, dass ich meinen Kühlschrank füllen kann, dass ich mein Leben führen kann. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, möchte ich vielleicht sagen. Aber ihr gebt mir so ein gutes Gefühl immer wieder. Auch in den Merci, auch in den Danken, auch in den Sachen, die ich zurückbekommen. Manchmal, und ihr seht ja, dass vielleicht auch Manolos TV wäre so eine Möglichkeit, falls ihr schon am Facebook seid oder so. Manchmal einfach auch in den Kommentaren, die ich dort anlese, wo mir jemand sagt, Manolo, du hast mir dann wirklich geholfen. Oder in den Briefen, die ich schon bekommen habe, du hast mich dann wirklich gut beraten. Ich bin in Liebe weitergekommen, ich bin im Job weitergekommen. Und so soll es sein, dort möchte ich auch in Zukunft meine Energie reinstecken. Aber jetzt wäre es natürlich schon noch schön, wer macht mit mir noch ein Kartentänzchen. In aller Liebe natürlich, aber es muss nicht immer die Liebe sein. Wir haben heute von ganz profanen Sachen geredet, von einem Haushandel. Wir hatten eine Person, die etwas wissen wollte wegen einem Reisetermin und. Also es ist ganz gleich, in welchem Bereich es dir mehr anruft. Was ich nie mithelfe und auch nie werde mithelfen, ist, dass man hier in aller Öffentlichkeit andere Menschen schlecht macht. Was ich auch nicht helfe, und das war vorher ein Problem, ich sage euch nicht, wenn ein Mensch geht oder jemand geht, warum er geht. Krankheitsfragen auch nicht. Selbstverständliche Sachen, Krankheit kann ich nicht manchmal vielleicht unterstützen, auch Gesundheit, aber ich mache keine Prognosen. Genau gleich, wie ich ganz klar sage, das ist schon ganz, ganz viele Menschen und das kann ich wirklich belegen, zum Beispiel ermuntert, zum Arzt zu gehen, etwas anzuschauen. Oder sich einer therapeutischen Behandlung zu stellen. Oder etc. etc. Also ich denke, wir schauen mich dort nicht als Konträr an. Ich kenne meine Grenzen. Und
die tue ich ehrlich gesagt auch nie überschritten. Aber jetzt wäre natürlich schon gäbig, kommen, machen wir noch etwas. Wer wagt mit mir noch ein Kartentänzchen? Ich glaube, der Ton ist derweil sehr gut. Das sollte wieder funktionieren. Ich denke mir, wir sind hier voll parat, voll in Action. Regie, vielleicht schalten wir noch eins zur Maria, bis ich den nächsten Anruf habe. Und schauen ihr beim Arbeiten ein über den. Ich weiss Regie, aber wir könnten ja ein bisschen zuschauen, wir zeigen sie nie. Das ist ja genau das Spannende daran. Das ist für mich ganz klar ein Grundprinzip. Ich tue die Menschen nicht unterbrechen, wenn sie in einem Gespräch sind. Das ist etwas, was ich früher nicht gerne hatte, wo ich finde, einfach der Kunde, das ist für mich eine Frage vom Respekt, auch gegenüber dem Kunden, dass man nicht stört, nicht die Unterbrechung bringt. Und ich finde, es geht auch so. Maria muss nicht 150 Mal erzählen, dass sie hellschmöckend, hellfühlend, hell weiss nicht, was alles ist, 150 Ausbildungen hat oder was da ein Mensch mitbringen kann. Nein, Maria kann man manchmal beim Arbeiten zuschauen. Man kann in dieser Energie zuschauen. Und das ist ganz sicher auch gut. Selbstverständlich, ihre Stimme ist sehr wohl angenehm. Und wenn sie alle wieder frei ist, schalten wir sehr gerne zu ihr. Selbstverständlich aber möchte ich noch etwas mit jemandem etwas machen. Ich wäre sehr dankbar natürlich noch für den Anruf. Seelengudeli haben wir heute noch nicht eingesetzt. Und vielleicht hat jemand Lust auf ein Seelengudeli. Viele Themen haben wir heute zum Beispiel noch nicht gehabt. Tierli-Frage. Ich hatte heute wieder eine ganz interessante Persönlichkeit. Hat mir jemand angerufen. Und dann ist es zuerst um Katze gegangen. Von Katze her sind wir dann auf die Liebe gegangen. Von Liebe sind wir dann noch zum Job gegangen. Und irgendwie hat einfach alles gepasst. Ich wollte nur damit sagen, das, was ich immer sage, Tiere sind Spiegel unserer Seele. Und wenn wir manchmal ein bisschen genauer bei einem Tierli heranschauen, dann können wir auch ganz, ganz viel über uns erkennen. Und darum denke ich, habe ich mir auch aus diesem Grund die Kompetenz rausgenommen. Ich habe mir ehrlich gesagt auch die Kompetenz rausgenommen, weil ich mit dir gearbeitet habe. Ich weiss also, wie ein Haufen Mist aussieht. Ich weiss auch, wie es enorm ist, wenn man so 100 Tiere muss mit Nahrung versorgen muss. Also wirklich immer eine Hochachtung gegenüber diesen Tierpflegern. Viele stellen sich dort immer so einen Traumjob vor. Ja, ein bisschen Tierchen streicheln und futtern. Dem ist nicht so. Die Tiere, die haben Bedürfnisse, die wollen betreut werden, die wollen gefuttert werden. Und das ist wirklich eine Arbeit, die ich absolut hochachtungsvoll und voller Respekt anschauen. Also Tierfragen ist etwas, das ich sehr gerne beantworte. Auch bei Tierli-Fragen bin ich weder Arzt noch Therapeut. Und ich schicke euch sehr gerne noch, gebe euch die Empfehlung, gang zum Arzt, gang zum Doktor. Auch bei Suchaufträgen, auch dort habe ich doch in all diesen Jahren ein gutes Feeling erworben. Ich habe jedes Mal natürlich Freude, wenn er der Bescheid kommt, das Tier ist wieder da. Selbst Entschuldigung, und dort hört es eben bei mir auf. Selbst wenn meine Prognose eher negativ ist, ich hoffe immer, das Gute für euch zu verwünschen und zu erreichen. Also, wer gümperlet mit mir noch so ein kleines Viertelstündchen, das letzte Viertelstündchen von so einem Gespräch? Wer möchte mit mir noch etwas anschauen? Nicht, dass es so geht, wie ich in letzter Zeit jemanden erlebt habe, dass ich jemanden haben müssen rausgehen, unhöflich sein, weil die Sendezeit fertig ist, wo ich eigentlich auch dort ganz klar in eine Runde möchte mich von euch verabschieden und wirklich auch dort etwas überbringen oder Respekt, Hochachtung euch gegenüber, wenn mal kein Gespräch läuft, wenn man ein Gespräch noch weiterführen könnte. Und darum, wer hätte jetzt noch Lust, etwas zu machen? Ich wäre top motiviert. Ich habe irgendwie noch etwas gut zu machen, gewissen Menschen gegenüber. Also wer hat noch Lust, schnell etwas anzuschauen? Wer möchte noch schnell wissen, wie das so aussieht mit der Liebe? Oder wer möchte wissen, wie das in den Finanzen, das ist das beliebte Thema, zum Beispiel aussieht. Wem kann ich einfach ein bisschen Energie geben, einfach ein bisschen etwas mitgeben, damit man die nächste, die übernächste Woche gut angeht. Wir hatten heute ein Thema wegen einer Messewohnung. Ich denke mir, ich war dort ein bisschen vorsichtig. Ich denke mir, wenn man doch einen Traum hat und man hat jemanden drin, der einem das Objekt kaputt macht, dann muss man doch reagieren. Aber ich kenne natürlich auch die umgekehrte Seite, wo wir Menschen anrufen, vollster Verzweiflung. Ich komme nicht im Schlag mit dem. Ich habe alles überstellt. Ich habe ein riesen Berndeutsch gesagt. Puff. Und manchmal kann ich dort vielleicht auch den richtigen Input geben.
Ich habe jetzt von Wohnung her geredet, aber ich rede von x anderen Sachen, damit wir etwas anpacken, damit wir in etwas mit Energie gehen, in die Handlung gehen, etwas abschließen, etwas anfangen, etwas machen. Das ist mein Job und das kann ich wirklich gut. Das kann ich sehr wohl. Ich möchte euch motivieren, Sachen zu verändern, Sachen anzupacken. Vielleicht auch ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung. Raus. Und in meiner eigenen Erfahrung muss ich einfach ganz klar sagen, ich hatte die Momente, in denen ich vielleicht froh wäre, es hat mir etwas gestüpft und so. Wir alle gehen manchmal über Phasen durch, wo es uns blockiert vorkommt, wo wir einen schlechten Lauf haben, wo es nicht so läuft, wie es sollte sein. Und darum, in diesem Sinne und Geist, dem kann ich vielleicht dort noch so ein bisschen einen Input geben, eine Energie geben, ein Blümchen quasi überreichen, damit sie die Seele ein bisschen wieder beruhigt ist. Und ja, Leute da, im Hier und Jetzt. Gute 12 Minuten haben wir noch Zeit für ein Gespräch. Ich hoffe, sie sind nicht alle wieder vorgegümpert, weil sie mich nicht verstanden haben. Das kann sie auch geben. Das verstehe ich natürlich so. Also, wer hat Lust, noch etwas mit mir zu machen? Ja, was kann ich noch erzählen? Manolos TV ist jetzt schon ein paar Wochen auf Sendung. Veränderung ist Programm. Wir sind hier dran, unsere Form zu finden. Ich möchte mich auch weiterentwickeln. Ich bin auch sehr froh für eure Inputs, die ihr entweder auf der Webseite unter manolos.tv, hellsermanolo.ch auf der Webseite könnt. Ihr könnt mich auch im Facebook anschreiben unter manolos.tv. Ihr könnt mir selbstverständlich auch auf dieser Webseite, auf dieser Facebook-Seite eine Freundschaftsanfrage schicken. Jeder gefällt mir, Daumen gefällt mir natürlich unter manolos.tv. Und das gibt mir den Power, das gibt mir die Energie, euch zu erreichen, etwas durchzugeben, manchmal etwas zu erzählen. Ich möchte es so erwähnen, gerade so, wir haben es von dir gehabt. Meine Katzenbusse waren also enorm stark in der letzten Zeit. Ich habe Katzenfotos veröffentlicht und die sind wirklich enorm auf Anklang gestossen. Also kommt dort mit mir in Kontakt, kommt mit mir in die Aktion, redet mit mir, kritisiert mich. Das sind übrigens auch Sachen, die ihr nicht die teure Nummern anrufen müsst, sondern ihr könnt mit mir, wenn ihr Lust habt, kommunizieren. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was ich vielleicht auch wieder mal möchte erwähnen, ist, dass ich auch Sitzungen anbiete. Sitzungen, die im Moment bei mir im Kanton Aargau stattfinden, aber wirklich in einem sehr gut erreichbaren Ort, auch von den öffentlichen Verkehrsmitteln, sehr gut erreichbar. Als Beispiel von Zürich hat man rund 3-4 Stunden zu mir, von Bern in die Richtung, vielleicht eine Stunde. Und wer in der Mitte noch etwas mehr Mitte lebt, hat natürlich noch weniger. Und dann haben wir eine spezielle Aktion, die ich morgen auf der Webseite veröffentlichen werde. Und zwar geht es darum, dass ich in der Sommerzeit beschränkt bis 31. Juli ein bisschen etwas, wirklich ein bisschen, und zwar nur ein bisschen etwas günstiger. Warum ein bisschen und nicht viel? Viel ist nicht gut, viel ist auch unfair. Aber es gibt wirklich Möglichkeiten für jemanden, der schon lange mit mir möchte, eine Sitzung buchen. Sitzungsbuchen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit mir zum Beispiel mal einfach Karten zu legen. Ich habe doch schon Menschen, die das mit mir gemacht haben, die einfach sagen, ich bin nicht so der Kursmensch, ich will lieber mal mit dir kommen. Vielleicht kannst du mir etwas über das Kartenlegen erzählen. Selbstverständlich, und das ist mir auch immer wichtig, kann ich trotz zweiten hochkommen. Gerade wenn man in einer Beziehungskrise vielleicht drin steckt, in einer Beziehungsherausforderung, ist es wirklich manchmal ganz wichtig, dass man das zusammen anschauen kann, auch im Sinn des Reflektieren. Also morgen in meine Webseite schauen, oder und auf der SMS-Nummer Anfrage starten, Manolo, wie hast du das genau gemeint? Oder man auch schnell, kostenlos natürlich, einfach normale Handygebühren unter der eingeblendeten Handynummer anrufen. Ja, jetzt habe ich jetzt ein bisschen mein Löchchen gegen Feierabend zu, hat die Paul gesagt. Ich selber mache noch lange nicht Feierabend. Also ich werde bis am Abend um 10 Uhr auf jeden Fall erreichbar sein. Ich danke von Herzen einen Anruf. Guten Abend. Wohl. Guten Abend, wohl. Hier ist Manolo. Hallo Manolo, da ist Yvonne. Yvonne, oh, was für eine liebevolle Stimme du hast. Das kann ja noch mal gut kommen mit dir. Was darf ich machen für dich? Ich habe eine Bewerbung abgeschickt. Mhm. Und würde gerne wissen, wie meine Chancen aussehen. Dürfte ich da ein Geburtsdatum haben? 5.9.54. Bist du im Moment arbeitslos oder einfach in einer Veränderung? Ich bin im Moment 100% krankgeschrieben. Also, ich werde mich hüten.
einfach irgendwie da auf Teufel komm raus zu sagen, vergiss es. Das wäre das Dümmste. Und schau jetzt, deine Energie, schaffst du irgendwie noch so in einem heilenden, in einem therapeutischen Bereich? Oder? Ja, für mich. Ja, aber ihre Arbeit in ist Buchhaltung. Das? Ja, das ist trocken, Papierschaufel, Zahlen biegen. Ja, Entschuldigung, das braucht es genauso wie alles andere auch. Aber du machst deine Arbeit gern, gell? Ja. Also, und das wegen der Kranken. Darf ich fragen, hat das, was dir nicht so gut geht, hat das aber schon mit dem Arbeitsplatz zu tun gehabt? Steckt das in einem Kontext, dass du lange an einem Ort warst oder so? Es hängt damit zusammen, dass ich meine Schilddrüse rausnehme. Ich hatte Angina pectoris verwünscht. Es ist mir von den Tabletten, von den Hormontabletten, Nebenwirkung. Es ist mir ein Stent gesetzt worden. Und der ist beim Belastungs-EKG zu und hat gleichzeitig einen Herzklappenmuskel gerissen. Das heisst, Herzstillstand mit 2 Wochen Koma. Ich habe dann nach 6 Wochen wieder angefangen arbeiten. Und ich habe, mein Energiehaushalt ist wie eine Batterie, die ich nicht laden kann. Ich habe reduziert können arbeiten, bin allein verantwortlich gewesen und habe mich überfordert. Ich habe einfach mich zu fest ausgelaugt. Und als ich gemerkt habe, das bringt nichts, ich mag gleich nicht noch mit der Arbeit, habe ich gekündigt. Schau jetzt. Reden wir zuerst Klartext von Realität, von Arbeitswelt her. Das wissen wir beide. Unsere Arbeitswelt, und ich rege mich tagtäglich auf, unsere Arbeitswelt hat das Gefühl, sie brauche ich noch bis 35 und nachher wäre es kritisch. Es ist ganz schlimm geworden. Das ist die Realität für jeden, der irgendwie eine Bewerbung schreibt, die eben zu denen gehöre ich selbstverständlich auch, die im Prinzip dort den Rubikon überschritten hat. Und das lassen wir einfach so stehen. Aber ich habe jetzt wirklich in dieser Zeit einfach Karten gelegt. Und wie ich so in einer Situation sage, ich kann dir wirklich ganz, ganz eine gute Kartenlage präsentieren. Nicht nur auf die Bewerbung, einfach in deiner Grundsituation, in der du steckst, wo du ganz klar sagst, ich will wieder zurück in die Arbeit. Ich will das wieder machen. Ich habe die Arbeit auch gern. Darum habe ich das vorhin gesagt, du bist so ein liebevoller Mensch. Die Energie von Liebe, die in dir innen steckt. Obwohl es hier um so eine trockene Materie wie Buchhaltung geht, die steckt auf dem Weg. Und das ist deine grosse Ressource. Was? Für mich ist es eben nicht troch, die Arbeit. Ja. Ich finde es spannend. Ich finde es interessant. Ich kann dir da nachfühlen. Ich habe mal vor Jahrzehnten das KV gemacht. Ich habe gerne die 5 ab dem 4 ab, weil mich aber der Chef vorher nicht hat heilen lassen. Aber schau, das ist genau das ist die Liebe. Das ist die positive Energie, die hier drinnen ist, die hier auf dem Weg ist. Gleichzeitig ist hier oben ist die Veränderung. Und die Veränderung ist natürlich jetzt in deinem Fall. Und wie gesagt, ich habe wirklich einfach gelegt, ich habe nichts gestreckt und gemacht, muss gar nichts dazu sagen. Die Veränderung ist einfach hier ganz klar einfach oben als Trendkarte drin. Zu warten, darf ich fragen, wie lange das her ist, wie lange du jetzt ohne Arbeit bist? Ich habe letzten Oktober. Ist das letztes Jahr. Also noch nicht so lange. Und gleich schon ein bisschen Zeit schauen, zu warten ist hingern. Erwarten, warten ist hingern. Also ich bin immer noch dran, das richtige Medikament zu finden. Wir sind einfach dort noch nicht am richtigen Ort angelangt. Oder? Das ist eigentlich... Wobei ich habe jetzt aufgehört mit, wie soll ich sagen, forcieren. Weil es bringt nichts, ich tue jetzt abwarten, ob jetzt das Medikament, das ich jetzt habe, das richtige ist. Es glaubt mir einfach die Nebenwirkungen, die mich oben verwünschen, bringe ich mich noch mehr zu Boden. Auch moralisch, gell? Nein. Nicht moralisch. Ich weigere mich. Körper. Oh, das ist noch eine gute Methode. Weigere dich ruhig weiter. Schau, es ist einfach so, die Veränderung, die ich oben drin habe. Ich denke mir, eben, du weißt, ich darf nicht prognostizieren und so. Aber ich denke mir, du hast eine Lebensherausforderung. Du schaust schon in die Reisekarte. Das ist also wirklich wild gegangen. Aber schau jetzt, ich möchte jetzt wirklich gleich einfach etwas sagen. Du hast hier, oben habe ich gesagt, die Veränderung. Du hast hier den Abschluss. Die Situation wird sich abschließen. Das, was ich vorhin von den Umständen her habe gesagt, das ist deine Gesundheit. Das ist, die Umstände in der Arbeitswelt drin, ist gleich. Hier fällt dir etwas zu. Was ich vielleicht noch ein bisschen sagen möchte, ich sage es jetzt so, wenn die Bewerbung nicht unbedingt so bei einem Standardbetrieb ist. Weißt du, irgendwie, sondern...
sondern wirklich bei etwas, was etwas speziell ist. Quasi, da habe ich wirklich das Gefühl, da hast du wirklich sehr gute Chancen. Ich möchte es nicht in der Absolutheit sagen. Ganz offen und ehrlich, oder? Du bist dir noch nicht vorstellen. So. Es steht erst am Anfang von diesem Prozess. Das siehst du im Briefkasten. Ja, schau, siehst du jetzt hier Gerichtskarte, was eben wirklich auch in anderer Hand ist, ist schon drin. Aber gang in der Energie von Liebe, du wirst hier den Abschluss machen. Und ich muss ganz klar sagen, und da möchte ich dir wirklich etwas, was ich viel erlebt habe. Viel erlebt habe. Ich habe viele Menschen gehabt, bis in die 40er-Jahre gegangen, aber Entschuldigung, wo sich in Situationen kamen, wo sie einfach müssen, quasi aus gesundheitlichen Gründen oder aus wirtschaftlichen Gründen, dass die Firma nicht mehr funktioniert hat, oder so vielfach passiert in der heutigen Zeit. Sie sind weggemobbt worden, quasi, haben etwas Neues müssen suchen. Du gehörst für mich ganz klar zu denen, die hier Abschlusskarten werden ankommen. Die Chance auf diesen Job, wenn du dich vorstellen kannst, 80-90%. Denn, weißt du wieso? Keiner kann so gut in Liebe auf die Sache zugehen. Und das Gefühl von Liebe, und du bist für mich heute wirklich ein schöner Abschluss von dieser ganzen Sache. Keiner kann so viel Liebe in die Sache einbringen wie du. Und kennen, nicht kennen, das ist jetzt blöd gesagt, aber das, was du hier erlebt hast, dass du gleich in dieser positiven, gelassenen, zukunftsgerichteten Energie innen bleibst, dünkt mich sehr, sehr, sehr ein gutes Element, wenn ich das so sagen darf. Ich habe eigentlich das für mein Leben vorgenommen, also ich will leben. Aha. Und ich komme eigentlich aus den 60er Jahren und bin der Meinung, dass das andere sind. Dass die nicht die üblichen Alten. Nein, das ist auch keine Kritik. Das ist auch keine Kritik, weil ich bin im ersten Jahr von den 60er, sondern einfach, verstehst du, mit dem Zimmer, wenn man einfach irgendwie in meiner Arbeit drin ist, hier spüre ich mich sehr gut und ich versuche vielleicht auf etwas hinzuweisen, was einem noch weiterhilft, dass man sich das bewusst wird. Und zwar nicht einfach von Schulnoten etc. her. Und bei dir ist es wirklich die Liebe zur Sache, die Liebe zum Mensch, die Liebe gegenüber einfach dem Leben, die ich hier wahnsinnig spüre. Warum sie dich übrigens so würde nehmen? Du bist auf alles auf noch im Sternzeichen Jungfrau. Ja. Und es gibt keine bessere Buchhalter als die Jungfrauen. Im Sinn von Genauigkeit. Aber es braucht es in deinem Metier. Und darum muss ich dir ganz klar sagen, ich mache wirklich Prognosen. Hier, wenn du herkommst, also wenn du die Vorstellung kommst, enorm hohe Chancen abzuschliessen. Hier oben im Trend, in der Veränderung, wo auf der einen Seite die gesundheitliche Herausforderung steht, wo ich aber keine Prognose mache, aber auf der anderen Seite die berufliche Herausforderung. Du kommst hier weg von Reis. Die zwei Karten stehen wirklich in einem wunderbaren Kontext. Die Jungen ist es unruhig, das ist das, ob sie nicht sind oder passiert ist, das Medikament, das negativ anschlägt. Und hier gegenüber hast du Veränderung drin. Also du wirst ganz sicher wirst du an die Orte... Irgendein Ziel erreichen, gell? Nein, ich möchte da nicht so nebulös bleiben. Ich möchte gleich noch eine Zeitprognose machen. Hier auch in der Zufälligkeit drin. Bei mir leuchtet einfach etwas ganz enorm auf. Und das ist das Jahr 2012. Das ist bei dir ein Veränderungsjahr, aber auch ein Jahr, wo du danach kommst. In diesem Jahr. Also diese Prognose mache ich in diesem Jahr, innerhalb, nicht Ende Dezember, 31. kommst du genau in diesem Punkt an. Genau in diesem Punkt. Und darum, solange du hier in diesem Innen bleibst, Energie von Liebe, natürlich eben auch nicht im negativen Füllen von Emotionen, warum passiert mir das, etc., etc. In diesem Jahr kommst du in aller Liebe, in aller Güte. Solche Fragen stelle ich mir nicht, weil da gibt es keine Antworten, ich finde es sinnlos. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiss, wie du meinst. Aber ich stelle mir natürlich als Hellseher die Frage, und da muss ich dir einfach etwas sagen. Was bei mir, bei dir jetzt gerade passiert ist, du hast angerufen und ich würde dich sofort nehmen. Ich kann dir einfach nur das sagen. Ich kann dir einfach nur das sagen, in der Energie, die ich dir wahrnehme. Und das möchte er wirklich mitgeben. Und bezogen auf diesen Job, oder, wo natürlich nicht die Einzige bist, der sich darum bewährt, bezogen auf diesen Job, würde ich einfach sagen, wenn du bis vor einem Chef oder Chefin oder so ist, her schaffst, überkommst du diesen Job, weil das ist eine so ein außergewöhnliche Firma oder außergewöhnliche Organisation. Stimmt, das ist nicht eine übliche Organisation. Sie braucht außerordentliche Töpfchen, Menschen wie du, die genau dort herpassen. Das ist gut. Ja,
Das ist wirklich gut. Dann lasse ich dem Vater gewungen noch ein bisschen stüpfen, ob es zu einem Vorstellungsgespräch kommt. Dann kannst du in vollster Sicherheit geben, das klappt. Und wenn ich das überkomme, dann habe ich den Job. Genau, es geht genau um das. Aber genau um das geht es. Weil den letzten Job, den habe ich anhand von einem Inserat, den ich angeschaut habe, mhm, einem Telefon, den ich gemacht habe, mhm, schon ein Vorstellungsgespräch bekommen, mhm, und nach 3 Tagen habe ich den Job gehabt. Du hast weder Blockade noch trübe Gedanken, noch schon irgendetwas drin, das von der Karte her dagegen spricht. Und die Vorsicht von mir her, als ich die Sache angehe, ist, ich mag nicht irgendwelche Emotionen von einem Wunder, von Garantiescheinen etc. Ich will dir einfach nur sagen, und dort fühle ich mich ganz klar sicher, sonst suche ich mir sofort einen anderen Job, dann sind wir dann plötzlich noch Konkurrenten. Nein, nein, das will ich nur damit sagen, ich fühle mich wirklich sehr sicher in dieser Grundsicherheit, dass das bei dir gut kommt. Und zwar einfach in deinen Herausforderungen, wo du eben genau, und das ist für mich ein schöner Abschluss von heute, in dieser Energie von Liebe bleibst. Mhm. Mal? Kann ich das so lassen? Ich habe Blut übergangen mittlerweile in meinem Leben, die Liebe. Bleiben wir in der, auch die Karte gibt es. Und zwar auch die für mich, nicht nur die für die anderen. Das ist das Wichtigste, das wissen wir beide. Mit Kate sitzt jetzt hier so ein bisschen ab dem Schiff raus. Und darum möchte ich mit Affisen so stehen. Selbstverständlich, wenn gefahren irgendwie wieder ein Input mal gebraucht ist von mir, von Herzen gern. Ich würde mich gerne wieder mal melden. Freude. Ich habe ja früher schon mal Kontakt gehabt, aber eben jetzt eine Zeit nicht mehr, bis ich jetzt per Zufall gefunden habe. Ich sage einfach nur eins, bleib bei dir. Bist du herzlichen Dank für das Gespräch. Dir gute Zeit, danke. Gell? Merci vielmals. Danke. Ciao, Manolo. Ciao, tschüss. Herzlichen Dank. Ja, wir haben einen kurzen Abschied. Wir können nur kurz noch die Musik hören. Wie gesagt, wir loggen jetzt aus, wir fahren heim. Wir werden etwas Feines essen, ein bisschen draussen hocken. Und dann sind wir beide zwischen 8 und halb 9 wieder erreichbar. Danke für die Sendung. Die Liebe war auf jeden Fall drin, auch die Emotion. Zeitweilig ist der Moderator fast in die Tele gestiegen. Wir sind in den letzten 10 Sekunden. Ich kann nur noch sagen, danke vielmals fürs Zuschauen. Und wie immer, bleiben Sie uns gewogen. Euer Manolo.